Vielleicht mache ich sie zum Schluss. Wie ging die nochmal? Dom, da, dom, dom, Ende. Schade, ich hatte mich schon aufgenommen gedrückt. Ah, verarscht. Ja, liebe Freunde, es ist Sonntag und wir haben mittlerweile den 9. Let's Podcast und den ersten Podcast Reloaded hier bei Let'sPlays.de, denn ich habe jemanden eingeladen, der war schon mal da und haben wir gesagt, der hat das letzte Mal so wenig gesagt und ist überhaupt nicht zu Wort gekommen und deswegen habe ich ihn nochmal eingeladen. Genau. Wer bist du denn? Hallo. Ja, ich bin der Mentor-LP. Guten Tag. Ich war schon mal hier, wie du schon schön erwähnt hast. Richtig. Und es hat mir so gut gefallen. Es war so wahnsinnig wunderbar bei euch. Da habe ich mir gedacht, Mensch, komme ich doch nochmal wieder. Genau. Du hast ja auch inzwischen so viele Videos hochgeladen, dass man einfach sagen kann, also da muss man auf jeden Fall nochmal rein. Ja, ganz viel. Also aktuell zwar gar nichts, aber ganz viel. Genau. Und ich habe ein bisschen über dich recherchiert, wie ich das immer mache mit meiner detektivischen Ader. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen bösen Dinge ans Licht hier, die ich im Hintergrund versteckt habe und so. Ne? Weißt du schon? Eigentlich gar nicht. Du hast 498 Videos oben. Ja, richtig. Bald 500. Hey! Ja, was ja nicht unbedingt jetzt so viel ist, weil demgegenüber stehen 37.522 Abonnenten. Ja, da sind das schon recht wenig Videos für, das stimmt. Genau, und demgegenüber, um es ganz fett zu machen, 4.143.722 Aufrufe. Wenn ich die Zahl so höre, dann klingt das schon sehr extrem. Also man sieht sie zwar öfters mal so, aber man macht sich da nicht so große Gedanken. Aber das so zu hören ist schon... Richtig. Ja, es ist nicht wenig. Wenn jeder für seinen Aufruf einen Euro in Sparstrumpf gesteckt hätte, würde der Strumpf jetzt platzen. Das ist richtig. Dann hätte ich den wahrscheinlich... keine Ahnung. Das wäre ein ziemlich dicker Strumpf. Das stimmt. Und du bist Social-Media-technisch auch ziemlich gut aufgestellt. Du hast bei Facebook 2580 Freunde... Oder gefällt mir Angaben, genau. Und bei Twitter 796 Follower. Da bin ich eigentlich total inaktiv. Twitter mache ich gar nichts. Da werden nur automatisch die Videos gepostet, die ich hochlade. Also das erkennt YouTube, da habe ich das aktiviert, dass das dann auf Twitter automatisch gepostet wird. Und sonst mache ich da echt nichts. Also das muss von den Zuschauern selbst gekommen sein, dass die da einfach dann da followen oder so. Aber das merkt man auch, dass da Leute fast gar nicht auf die geposteten Sachen eingehen. Das merkt man halt daran, dass ich da eigentlich nie was mache und das, ja, das fast schon Spam ist, was ich da betreibe. Dadurch, dass automatisch immer jedes Video, was ich in einer Playlist hinzufüge, was ich hochlade und was ich kommentiere, glaube ich, da angezeigt wird. Okay, aber das machen viele so. Das mache ich zum Beispiel auch so. Ich pack dann immer noch ein paar Verlinkungen rein. Und ansonsten läuft Twitter eigentlich nebenher, aber Facebook mittlerweile auch. Du hast sogar noch was vergessen. Oder warst du noch gar nicht fertig? Nee, ich habe bestimmt was vergessen. Ja, hast du. Sag. Instagram. Das bin ich auch noch, ob du es glaubst oder nicht. Okay, jetzt musst du mir helfen. Ich hab nämlich auch einen Instagram-Account. Ich weiß nur nicht, wie ich diesen Instagram-Account auf meinen Kanal einbinden kann. Soll ich jedes Mal ein Foto machen von dem Kanal oder wie der Rechner hier steht und das dann bei Instagram hochladen? Oder was packst du bei Instagram rein? Ja, bei Instagram ist die Möglichkeit für die Zuschauer, einfach mal so ein bisschen mein Real Life, sag ich jetzt mal, mitzuerleben. Das heißt, da werden Fotos gepostet, was ich so mache, manchmal so in meiner Freizeit. Wo ich im Urlaub auf Mallorca war, gibt's da eben Fotos. Und das ist für mich immer die Möglichkeit, ja, so ein bisschen eine engere Bindung zu meinen Zuschauern herzustellen. Das heißt, dass sie einfach mal so sehen, hey, was macht denn der Mentor so in seiner Freizeit? Das ist da so ein bisschen das Ziel hinter Instagram. Ja, dafür ist das eigentlich auch da. Zumindest bei mir. Okay. Hast du eine App? Nein, also doch. Was meinst du jetzt mit App? Also bezüglich der Bilder oder was meinst du jetzt genau? Nee, nicht eine Instagram-App, sondern zum Beispiel eine App im App Store oder bei im Android, also im Google Play Store oder so, eine eigene App? Ach, eine eigene? Nein. Hast du nicht? Nein, natürlich nicht. Okay, also ich habe mittlerweile eine gefunden, die ist so konstruiert, alles, was ich bei Facebook poste, geht automatisch in die App, also sehr pflegeleicht. Ach so, okay. Genau. Ja, aber sowas habe ich nicht. Hast du nicht, okay. Nee. Hast du die Möglichkeit genutzt, das haben ja viele, wissen das ja auch nicht, bei YouTube, du hast ja eine, YouTube, du hast eine Facebook-Seite, ne? Ja, richtig. Das war der Hund. Und auf dieser Facebook-Seite kann man ja eine App von YouTube einbinden und damit kannst du alles, was du bei YouTube hochlädst, gleichzeitig bei Facebook unter dem Reiter YouTube einbinden. Okay. Ja, klingt ganz interessant, aber ich sag mal so, es ist nicht wirklich viel Arbeit, das Video eben zu kopieren, einen kleinen minimalen Text von einem Satz dazu zu schreiben und den eben schnell bei Facebook einzufügen. Also bisher hatte ich da, was das betrifft, nie Probleme mit. Außer wenn ich mal arbeiten musste und dann nichts posten konnte. Aber sonst, glaube ich,
komme ich mir schon immer blöd vor, wenn alles automatisch läuft. Also ich poste sowas gerne auch noch selber, weil ich dann eben selber weiß, was ich da als Formulierung reinschreibe. Und ich habe es halt auch immer mal im Griff, weil es ist mir auch schon mal passiert, da habe ich ein Video hochgeladen, was nicht so gut war, weil ich da nicht gemerkt habe, dass es da geleckt hat, weil ich hatte an dem Tag ein Festplattenproblem, habe ein Video hochgeladen und habe das, also wäre das dann automatisch auf Facebook gepostet worden, hätten das so viele Leute gesehen. Und das wollte ich nicht, weil ich dann natürlich sofort gemerkt habe, als die Leute da in die Kommentare das geschrieben haben, dass das Video total kaputt ist, und habe es dann sofort wieder offline gestellt. Und wenn sowas dann automatisch gepostet wird, ich meine, das muss ja nicht sein, dann poste ich halt lieber selber immer was, wo ich mir auch dann sicher sein kann, das hat alles seine Richtigkeit. Absolut. Findest du, Facebook ist noch der große Bringer bei Social Media? Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich Facebook sogar für mich jetzt, so wie ich YouTube, also wie ich auch mit meinen Zuschauern umgebe, dass ich Facebook da besser finde als Twitter oder sonstiges. Einfach weil bei Twitter ist das so, du kannst da zwar auch irgendwie persönliche Nachrichten schicken, aber ich finde Twitter teilweise, das ist meine Meinung, das kann jetzt jeder sehen, wie er will, irgendwie ein bisschen unübersichtlicher. Also dann wird einem tausendmal angezeigt, wo man überall erwähnt wurde und sowas alles. Ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen unübersichtlich. Bei Facebook ist das so, da kann ich rechts einfach auf die Nachrichten klicken, da schicken die mir Leute persönliche Nachrichten und dann sind die Nachrichten halt, werden da halt alle angezeigt, welche du schon gelesen hast, welche nicht. Und die Leute schreiben mir da auch wirklich sehr intensiv, also ich bekomme da am Tag wirklich 30, 40 Nachrichten und ich weiß nicht, ob ich das so auch auf Twitter managen könnte, weil ich finde das irgendwie ein bisschen unübersichtlich, vor allem wenn du irgendwo erwähnt wirst, wenn irgendwo ein Gespräch stattfindet, wo dein Name nur drin fällt, wird das ja sofort als Nachricht angezeigt. Ich glaube, das wäre einfach nur ein konfuser Haufen an Nachrichten, den ich da bekommen würde auf Twitter, wenn ich das da alles hinlegen würde. Glaube ich. Also, das ist so ein bisschen mein Gedanke. Also ich finde, bei meiner Let's Play-Seite merke ich das nicht so extrem, aber bei der DJ-Seite merke ich, dass Facebook, also ich finde, ich fühle mich von Facebook manchmal echt erpresst. Weil Facebook geht tatsächlich manchmal hin. Ich habe jetzt auf meiner DJ-Fan-Seite habe ich ungefähr 1280 Fans. So. Okay. Und da kannst du das viel besser beobachten. Dass Facebook, wenn eine ganze Weile Leute dazukommen, packen die dir plötzlich irgendwie ein paar Fans weg. So, da kommen, die kannst du dann wieder neu einladen, die können wieder gefällt mir klicken. Das ist ja eigentlich, kann man sagen, okay, die haben dich dann bestimmt disliked und so weiter. Aber ganz ehrlich, meine Mutter würde mich im Leben nicht disliken, die fliegt da plötzlich raus und muss mich wieder neu liken. Und genau wenn dieser Schwund kommt, kommt Facebook ganz verstärkt, sobald du reingehst, ach guck mal da, diesen Beitrag kannst du direkt als Werbeanzeige schalten, dann kannst du wieder Fans und so generieren. Das finde ich echt erpresserisch von Facebook. Wenn das wirklich so läuft, mir ist das selber noch nicht aufgefallen, weil bei mir ist das so, ich bekomme die Follower halt meistens durch die Streams und durch die Aktivität in den Videos. Also das heißt, Leute gucken dann, wie heißt der auf Facebook, dann ist das in Videos verlinkt und ganz extrem ist es halt in den Livestreams. Also ich mache einen Livestream und ein Bot rechts postet halt andauernd meinen Facebook-Link rein. Ich erwähne das auch im Video, dass eben Leute mir auf Facebook Nachrichten schreiben können. Dementsprechend explodiert das da immer sehr. Also man sieht das auch an meinen Statistiken, die ich bei Facebook habe. Wenn ich mich anschaue, da habe ich immer so extreme Schübe. Da bekomme ich ja dann teilweise so am Tag dann manchmal 100 Likes, wenn ich dann so einen Livestream mache. Und dann wiederum an den anderen Tagen, wo ich nichts mache, dann vielleicht nur 2, 3, wenn es hochkommt. Das merkt man halt schon, dass das davon eigentlich abhängig ist, also bei mir. Deswegen merke ich das so, was das betrifft, jetzt eigentlich gar nicht. Klar, ich sehe jetzt auch diese Anzeige von wegen irgendwie poste das damit oder Werbebeitrag irgendwie, dass du dann bezahlen musst, um dann irgendwie diesen Beitrag höher einzustufen oder so oder dass dann mehr Leute das sehen. Weiß ich sowieso nicht, was das soll, weil ich habe eine Community und wenn ich die darum bitte, dass sie das ein bisschen weiter posten, dann hat so ein Beitrag auch mal 2000 Leute erreicht und dann kriege ich auch mal 50 Follower durch einen Post oder so. Also da brauche ich Facebook nicht für. Okay. Ich glaube, das ist dann nur wirklich, das lohnt sich dann wirklich für Firmen oder so, die ganz klein anfangen und Geld investieren möchten, um irgendwie an Leute ranzukommen, die in der Altersklasse her gut sind, also die von der Altersklasse her zu der Firma passen. Ich glaube, für solche Leute lohnt sich das, aber für Leute, die sowieso schon aktiv Videos machen und da auch schon Zuschauer haben, weiß ich nicht, da würde ich sowas sowieso nicht machen. So. Nee, absolut nicht. Kann Facebook mich gar nicht erpressen. Nee, kannst du eh nicht machen. Okay, ich habe das halt immer gemerkt, immer gerade wenn Singles oder sowas kurz vor Veröffentlichung stehen, passiert das immer sehr, sehr gerne. Ich habe es eigentlich auch noch nie gemacht, so eine Werbeanzeige geschaltet, weil es bringt einfach nichts, weil ich kenne kaum jemanden, der diese Werbeanzeigen anklickt. Und wenn ich schon kaum jemanden kenne, dann weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Du wirst ja dann per View meistens bezahlt. Also sobald die das sehen könnten, dann rollt der Rubel. Sozusagen. Gut, man muss ja auch immer sagen, was postet man da? Also man muss ja auch ganz eindeutig sagen, bei Facebook sind ja auch viele junge Leute unterwegs und wenn dann da natürlich eine Firma oder sonst wer seine Werbeanzeige schaltet, ist klar, dass sie das nicht interessiert, aber wenn da plötzlich irgendwas mit Mentor erscheint und dann irgendwas mit Let's Plays zu lesen ist, da wird jeder Jugendliche schon neugierig, weil du weißt ja, wie heutzutage Let's Plays, ne, weit oben stehen,
vom genau. Status her. Und dann sind die Leute mal gleich direkt neugierig, wenn ihnen da was angezeigt wird. Also ich denke mal, dass das wahrscheinlich sogar funktionieren würde, aber so für andere Sachen glaube ich eher weniger. Wobei, das war ein guter Ansatz. Bist du eigentlich der Meinung, dass die Let's Player-Szene ihren Hype erreicht hat oder sind wir erst am Anfang? Also was ich ganz eindeutig sagen muss, ist, dass wir, was das betrifft, natürlich jetzt nicht unbedingt am Anfang sind. Das ist klar, man hat es ja gesehen. Mhm. Weil es jetzt ja schon viel mehr Leute gibt, die viel größer sind. Also wenn man damals mal sich die Top 100 YouTuber anguckt hat und dann auf die Zuschauerzahl geschaut hat, war das um einiges weniger, als das heute ist. Also da kam man schon teilweise, wenn man knapp 100.000 Zuschauer hatte, kam man ja schon in diese Top 100 rein. Heute musste schon, glaube ich, mindestens 350.000 haben, um überhaupt da erstmal zu erscheinen. Und das ist einfach mal mehr als das Dreifache. Somit weiß ich, dass sowohl die Let's Play-Szene als auch ganz YouTube in Deutschland viel, 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 viel bekannter geworden ist. Das sieht man auch daran, wie viele Leute jetzt mittlerweile schon 1 Million Zuschauer haben. Also diese 1-Million-Grenze habe ich so ein bisschen jetzt immer als Richtlinie genommen, wo ich gesagt habe, okay, je mehr das wird, desto mehr weiß man, dass eben YouTube immer extremer wird hier auch in Deutschland. Richtig. Und bei den Let's Playern merkt man das ganz einfach dahin. Also was ich sagen muss, ist, was bei den Let's Plays ganz eindeutig auffällt, ist, dass es da so zwei Grüppchen gibt, sag ich mal. Einmal so diese Playmassive-Ecke, die hier so mit Gronkh, Sarrazar etc. bestückt sind. Und einmal diese ungespielt Dena-Ecke mit den ganzen Minecraftern. Mhm. Dazwischen gibt es zwar so einzelne Leute, die da so rumhampeln, auch mal so ihre 300.000, 400.000 Zuschauer haben. Aber das ist halt keine richtige Gruppierung. Also es ist nicht so eine große breite Masse, die da mit sich schleppen. Und das ist das, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt, dass ich so sage, es gibt eigentlich nur diese zwei Ecken. Es gibt einmal diese Dena ungespielt Ecke und einmal diese Gronkh Sarrazar Playmassive was auch immer Ecke. Also, dass das so zwei Richtungen einfach sind. Und alles, was da drunter und dazwischen hängt, geht so ein bisschen unter. Das fällt mir gerade so ein bisschen so auf. Aber man muss natürlich sagen, dass es extrem geworden ist, was Let's Plays betrifft. Man achte nur mal darauf, wie viel Let's Play-Videos am Tag hochgeladen werden. Du musst mal nur irgendein Spiel eingeben, sei es Minecraft, da kann man es am besten testen. Gib einfach mal Let's Play Minecraft ein und klick dann an, was nur heute hochgeladen wurde. Das kannst du ja bei YouTube dir anschauen. Ich glaube, 2011 oder 2012, wo ich auch mit YouTube angefangen habe, wo das mit Gronkh so extrem war wegen seinem Minecraft, da waren das vielleicht, wenn es hochkommt, 10, 15 Let's Plays, die alle am Tag teilweise hochgeladen wurden, also Videos. Heute sind es mindestens 500 oder so, die du da sehen kannst, die an einem Tag teilweise hochgeladen werden, auf Deutsch. Und das sind schon wahnsinnige Statistiken. Also wenn man jetzt alle Videos mit einbezieht, sind es bestimmt mindestens 500. Ich habe mal nur diese Woche angeklickt und habe mich da durchgeklickt. Da kannst du wirklich bis Seite 100 vorgehen. Da hast du tausende von Videos von YouTubern, die völlig unbekannt sind, von YouTubern, die schon bekannter sind. Da ist einfach alles zwischen. Es ist so unglaublich. Und das habe ich auch schon beim letzten Podcast erwähnt gehabt. Das finde ich eigentlich auch sehr schade, dass diese Let's-Player-Szene so extrem krass abgeht. Weil viele andere Videos, die wo viel mehr Arbeit drin steckt, gehen total unter diesem ganzen Let's Play-Spam, so nenne ich das immer. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, weil viele Leute geben sich viel mehr Mühe für die Videos, stecken da wirklich harte Arbeit rein und die gehen dann völlig unter. Nur weil im Titel von einem Let's Play, sag ich mal, was Ähnliches drin steht, wird dann dieses Video, was viel mehr Aufwand hat, vielleicht gar nicht entdeckt oder geschaut. Das ist halt sehr schade. Ja, richtig. Aber wobei, die stellen sich natürlich auch ein bisschen anders auf. Also ich bin immer so ich oute mich jetzt mal, ich bin ins Auto gestiegen, ist kein Scheiß, ja. Und habe durch Zufall Radio angehabt. Mhm. Und dann kam der Verkehrsservice, der bei mir immer programmiert ist, weil ich meistens irgendwie MP3 oder so höre. Und dann kam, die haben zu spät ausgemacht, kam ein Beitrag von Leonardo bei WDR5, wo die Let's Plays erklärt haben, wo jetzt eigentlich erstmal, also als ich angefangen habe, Let's Plays zu gucken, wusste ich gar nicht, was Let's Plays sind, und so geht's vielen, weil die meisten, ich bin immer noch der Meinung, die meisten Zugriffe und Zuschauer bei Let's Playern sind selber Let's Player. Also im Moment. Weiß ich jetzt nicht, was du genau damit meinst, aber okay, also du meinst jetzt, die meisten Leute, die Let's Plays schauen, sind auch selber welche oder was? Ja, die sind mindestens Gamer oder Let's Player selber, genau, um sich einfach Anregungen zu holen. Das ist ja auch die Ecke, die Leute anspricht, ne? Also ich meine, Gamer gucken sich Let's Plays an. Ich glaube nicht, dass irgendwer, der sich für was weiß ich was interessiert, unbedingt dann Let's Play auch eingibt, weil er kennt's nicht. Das sagst du selber ja, ne? Richtig. Und jetzt kommen aber die Medien immer mehr drauf und jetzt fangen die Leute an und entdecken Let's Plays als Unterhaltung. Wie eine Art, ich übertreib's jetzt, wie so eine Art kleine Serie, wo man unterhalten wird, wo man nicht nur das Spiel sieht, was man sowieso nie spielen will, weil man A, keinen Computer hat, B, keine Ahnung hat oder was weiß ich, Koblegastheniker ist oder so. Oder gar nicht spielen will, aber man lässt sich davon tragen, man lässt sich unterhalten. Also wir kriegen immer mehr Zuschauer, die eigentlich mit Gaming weniger zu tun haben, die sich wirklich nur unterhalten werden wollen. Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das noch nicht aufgefallen.
Okay. Das, weil ich habe keine Zuschauer, die mir sowas schon mal geschrieben haben. Also 90% der Zuschauer, die ich habe, sind Leute, die selber zocken, die auch das Spiel spielen, was ich spiele und die entweder jünger sind oder älter sind. Also ich habe so eine Spannweite, also ich habe von jedem Alter was dabei bei meinen Zuschauern. Da gibt es sowohl Ältere als auch Jüngere. Und es ist genau ausgeglichen. Also ich habe sowohl die Hälfte sind halt Ältere und die andere Hälfte sind Jüngere. Das ist, finde ich, auch sehr schön, dass ich so eine Community habe, dass man von allen was hat. Und mir ist sowas bisher da eigentlich noch nicht aufgefallen. Also ich hatte zwar mal Leute, die gesagt haben, sie kannten vorher Arma 3 nicht oder Altes Live nicht, haben das dann durch Zufall gefunden, weil ein Freund ihnen das erzählt hat oder weil sonst was, aber es sind trotzdem alles Leute, die zocken. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wer zockt denn heute nicht, der jetzt jugendlich ist? Also ich kenne wenige, die da nicht mal wenigstens irgendwie eine Konsole haben und da mal zwischendurch dran spielen. Dementsprechend glaube ich, ist das einfach die Generation, die es aktuell so gibt, dass viele jugendliche Kinder auch ältere Leute eben anfangen zu spielen und auch spielen. Und diese Generation gibt das her. Und dadurch haben Let's Plays eben so einen extremen Hype. Weil das eben mega viele Leute einfach machen. Mega viele Leute zocken. Du magst recht haben damit, wenn du sagst, klar, viele Leute entdecken sowas erst dadurch, dass es in den Medien dann präsentiert wird. Aber ich glaube, erst kommen die Leute zum Zocken und dann zu den Let's Plays. Also ich glaube nicht, dass es umgekehrt ist, dass die erst zum Let's Play schauen, sie dann wegen der Unterhaltung gucken und dann zum Zocken kommen. Ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Also ich hatte sowas bisher zumindest noch nicht. Zumindest hat mir sowas noch nicht jemand geschrieben. Meistens wissen die Leute teilweise sogar mehr als ich, was das Zocken betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, sollte man echt mal eine Studie drüber machen, weil ich denke halt auch. Das sollte man, ja. Ja, weil ich denke auch, es kommen wirklich Leute, die sich das wirklich nur anschauen, die dies gar nicht spielen wollen, sondern sich einfach nur unterhalten. Das merkst du ja, oder das solltest du ja dann merken, wenn du so eine bestimmte Anzahl von Aufrufen sich regelmäßig durch eine Serie von deinen Spielen ziehen. Oder so. Also ich weiß nicht, das sollte man eine Studie machen. Irgendein Bachelor, Doktorarbeit, keine Ahnung. Ich frage mich, wie du darauf kommst. Das ist sowas, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ja, weil wir hatten das im letzten Podcast schon immer wieder erwähnt, gerade mit diesen Sachen wie Mama Shooter und so weiter. Die Medien öffnen sich für die Gamer. Die Gamer waren immer die Verstoßenen, die waren die missverstandenste Gruppe überhaupt. Die waren immer alle diejenigen, die sind an Amokläufen schuld, die sind schuld, dass die Leute verblöden, dass sie nicht auf die Straße gehen und so weiter. Und dieses Bild wandelt sich. Die Medien entdecken die Gamer-Szene und fangen an, sie zu verstehen. Und damit stellen sie auch anders dar, als sie es früher gemacht haben. Das stimmt, das ist richtig. Also das ist mir auch aufgefallen, dass sich da einiges geändert hat, was das betrifft. Also das kann ich auch bestätigen. Man muss aber auch ganz eindeutig sagen, dass, ich sag mal so, wenn die Medien natürlich irgendwas darstellen, dann weiß man sowieso, dass die es natürlich gerne übertreiben etc. Aber die haben gemerkt, dass es von Zulauf oder von den Zuschauern, die es gerne sehen würden, es mehr bringt, Gamer gut zu reden, als Gamer schlecht zu reden. Und deswegen machen sie jetzt eher das Erste. Das heißt, die reden die Gamer gut und berichten viel darüber und sie kommen auch mal zwischendurch im Fernsehen. Einfach weil erstens sie merken, dass es immer größer wird, diese Gamer-Szene. Das heißt, wenn ich darüber was berichte, interessiert es vielleicht auch viele Leute, weil viele Leute eben Gamer sind. Und wenn ich sie schlecht rede, habe ich halt ein Problem, weil ich mit ziemlich vielen Leuten Stress kriege. So, das hat man ja gemerkt, als RTL den Bericht gemacht hatte. Das war ja Wahnsinn, was danach abging. Und ich glaube, da traut sich auch jetzt so schnell keiner mehr, irgendwas Schlechtes drüber zu sagen. Obwohl man auch natürlich teilweise sagen muss, dass die Leute natürlich schon recht haben, was bestimmte Sachen betrifft. Also ich muss schon ganz eindeutig sagen, dass auch ich mal in einer Zeit war, wo ich sehr, sehr viel vom PC gehangen habe und sehr auch viel gespielt habe und da viele Sachen hängen lassen habe. Und das kann auch keiner abstreiten, der jetzt hier auch vom Bildschirm sitzt. Es gibt viele Leute, die da auch Probleme mit haben. Und daran sollte man schon auch denken. Also nicht nur alle Gamer sind tolle, nette Leute, die auch einen Job haben und ihr Leben sonst wie gut gestalten, sondern es gibt halt auch Leute, die sitzen da wirklich sehr viel vor und machen nichts anderes. Und das sollte man trotzdem noch bedenken. Und wenn das eine jetzt ein bisschen besser dargestellt wird, sollte man trotzdem das andere nicht vergessen und trotzdem immer wieder auch meinen Leuten sagen, okay, Leute, es gibt aber auch die, die eben das Zocken doch zu ernst nehmen. Und da bin ich halt zwischendurch in der Sache auch einfach ein bisschen zu intensiv drin. Also das merke ich selber auch, dass ich viel Zeit dann hiervor verbringe, anstatt andere Dinge zu machen. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich selber mir dann mal ein bisschen in den Arsch treten muss und sagen muss, komm, es gibt nicht nur das, es gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Und das sollte jeder bedenken, auch die ganzen Jugendlichen, die da sehr viel Zeit investieren und dann auch mal ein bisschen Schule hängen lassen. Gibt wichtigere Dinge, als irgendwie vom Bildschirm zu hängen und irgendein Spiel zu spielen oder Let's Plays zu schauen oder sonstiges. Das ist leider so. Also das ist auch meine Meinung. Deswegen, wenn dann mal so ein Bericht kommt, wo auch mal ein bisschen was kritisiert wird, finde ich das auch gerechtfertigt. Es sollte halt nur nicht zu extrem sein. Also was RTL damals gemacht hat, war einfach nicht richtig. Das zu verallgemeinern und zu sagen, alle sind so. Aber man sollte zumindest anmerken, dass es viele gibt, denen es so geht. Und die merken es dann selber auch nicht. Das ist auch so ein Problem.
Richtig. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr das ja auch mal aus eurer Sicht jetzt mal beschreiben. Was glaubt ihr, wie oft sitzt ihr am Tag am PC? Wie viele Stunden verbringt ihr in der Woche am PC? Und was könntet ihr in der Zeit machen, wo ihr am PC seid? Und wenn ihr das dann alles da mal drüber nachdenkt, dann wisst ihr, wie viel Zeit euch in eurem Leben verloren geht, wo ihr da sitzt und irgendein virtuelles Spiel spielt. Also das ist meine Meinung auch. Ich meine, ich bin jetzt Player. Eigentlich wäre ich ja bescheuert, wenn ich sowas jetzt sage. Aber es ist so, ne? Ich meine, mir ging's selber so. Und deswegen möchte ich das vielleicht auch mal so erwähnen, einfach damit vielleicht sich mal jemand darüber Gedanken macht. Genau, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin sicher, dass du dir das anguckst, was die Leute da schreiben. Ja, bin sehr gespannt. Und interessiert mich sehr. Genau, um es auf den Punkt zu bringen, bevor es uns wieder vorgehalten wird, Leute, die natürlich in ihrem Bürojob am Computer sitzen, die Zeit ist nicht gemeint, weil ich das ja schreibe. Nein, das ist natürlich nicht gemeint. Ich könnte lieber zu Hause bleiben im Krankenschein oder so. Spielen. Genau. Es geht nur ums Spielen und ums Let's Plays schauen etc. Also Let's Plays schauen finde ich dann natürlich noch ein bisschen harmloser, weil nebenbei kann man noch was anderes machen oder sich einfach, wie du das selber aussagst, ein Unterhalten fühlen, wo es dann vielleicht nicht ums Spiel direkt geht. Aber die gesamte Zeit, die die Leute heute wirklich vor YouTube sitzen, vor diesen Spielen sitzen, ist halt doch extrem. Also ich kriege das teilweise mit auch, weil ich selber einen kleinen Bruder habe, der auch in seiner Klasse ist und da wird auch sehr viel darüber geredet. Und in welchem Alter teilweise schon Kinder mit Spielen in Verbindung gebracht werden, das macht mir doch schon ein bisschen Sorgen. Also ich sehe das auch, weil ich in der Videothek arbeite. Und wenn dann teilweise Eltern kommen mit ihren 10-jährigen Kindern, denen dann irgendwelche Spiele ab 18 mitgeben und GTA und sonst was und jeden Tag und weiß ich nicht, da machst du dir dann schon deine Gedanken, weil du dir so denkst, oh Gott, also früher gab es sowas nicht. Ich meine, wo ich 12, 11 war, da wollte ich mal, glaube ich, GTA 3 haben oder so, habe ich meine Mutter gefragt. Da hat die gesagt, sag mal, bist du völlig bekloppt, so Scheiß kriegst du ja nicht ins Haus rein. Und dann war das gelaufen. Dann durfte ich das bis 16 nicht zocken. Und dann, ne, ist halt dann so. Und heute ist das ganz anders. Ich weiß auch nicht. Da machen sich Eltern kaum noch Gedanken. Weißt du, die Kinder sagen auch, das ist ganz harmlos, die Eltern glauben das, nehmen das mit und fertig. Mhm. Das ist, weiß ich nicht. Also, finde ich teilweise schon sehr. Wie ist das mit wie ist das mit deinem kleinen, weil du hast gerade deinen kleinen Bruder erwähnt, wie ist das mit dem? Ja. Sieht er dich als Vorbild? Eifert er dir nach oder hat er damit gar nichts am Hut? So, wir zocken also, ja, aber nicht mit Let's Plays oder so. Also was ich so im Gefühl habe jetzt, vielleicht schaut er selber ja mal das Interview, muss ich ganz natürlich eindeutig sagen, dass er natürlich schon stolz drauf ist, weil er weiß, dass viele das einfach lieben, diese Let's Plays, das Zocken. Das ist einfach, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, in der Jugend heute hat das einen ganz großen Stellenwert. In seiner Klasse reden auch echt viele darüber, auch in Parallelklassen, in den ganzen Stufen, eigentlich von der 5. bis zur 10. Klasse wird doch sehr, sehr viel darüber geredet. Und wenn du natürlich dann einen Bruder hast, der dann da mittendrin ist und selber auch erfolgreich ist oder einigermaßen erfolgreich ist, dann macht dich das natürlich schon stolz. Und du kannst natürlich auch vor deinen Kollegen dann sagen, ey, ich habe meinen Bruder, der macht das und das. Und dann sagen die auch, boah, ist ja cool und so. Und dann, ne, ist klar, das verstehe ich natürlich schon, dass das da für ihn auch, denke ich mal, eine ganz coole Geschichte ist. Aber ja, das ist, ich glaube nicht, dass er mich nacheifert, weil dafür ist er einfach auch noch ein bisschen zu jung, das weiß er auch. Weil er weiß, worauf es ankommt, wenn man Let's Plays macht. Und das habe ich ihm auch schon alles erklärt, dass man natürlich, wenn man jung ist, dass das eher schwierig ist. Ja, okay. Wobei du bist wahrscheinlich ihm wahrscheinlich auch noch zu brav, ne? Also die gucken ja dann eher so Dana und Alter und Opfer und läuft bei dir und so, diese ganzen Sprüche, die ja drauf haben. Ja, ich bin ja eigentlich auch in meinen Videos teilweise zwischendurch mal so drauf, also dass ich auch so ganz coole Sprüche manchmal bringe, um eben die Leute auch ein bisschen zu unterhalten, auch weil ich weiß, dass ich ein paar jüngere Zuschauer habe. Aber ich versuche das dennoch so ein bisschen auf einem glatten Niveau zu halten, dass ich einfach sagen kann, in meinen Videos präsentiere ich einfach das Spiel, gebe es ein bisschen amüsant wieder, möchte aber auch noch irgendwie den Leuten was Sinnvolles vermitteln, als immer nur, ey Junge, ey, ich schwöre, ey, cool und lustig und Haar und Penis und so. Das brauche ich halt nicht in jedem Video. Klar kann das gerne mal sein, dann soll es aber was Spezielles sein und dann sollen die Leute auch darüber Bescheid wissen, indem sie beim Titel einfach sehen, das ist jetzt einfach mal so eine Spaßfolge und dann wissen sie auch, was sie im Video erwartet, dass wir einfach Scheiße machen und auch zwischendurch mal Sprüche raushauen. Aber in jedem Video oder so könnte ich das nicht. Und das möchte ich auch nicht, weil mein Bruder, wie gesagt, mein kleiner Bruder, ich könnte für ihn nicht so ein Vorbild sein, der hier sich verhält wie so ein Kleinkind in seinen Videos. Das weiß ich nicht. Ich möchte halt schon erwachsen wirken und das auch den Leuten so ein bisschen so rüberbringen und eher ein positives Vorbild sein und die Leuten noch was Positives mit auf den Weg geben, als nur Penis und geil und cool und yeah und so. Das muss halt nicht sein. Also da soll schon noch was Sinnvolles auch für die Leute rüberkommen. Deswegen auch meine Mobbing-Kampagne, die ich kurzzeitig angefangen habe. Deswegen auch meine Videos über kleinere Let's Player, die ich gemacht habe, um die Leute da denen das mal so ein bisschen zu erzählen. Und deswegen auch immer meine Geschichten, die ich auch gerne mal in meinen Livestreams erzähle, wo es dann auch um Mobbing geht, wo es auch um verschiedene Sachen geht, die ich ja auch schon erlebt habe mit Leuten. Und
Da hören die Leute sehr gerne zu. Also das fällt mir auch auf, sowas fehlt heute bei den Let's Plays. Gronkh hat das ja auch sehr gerne gemacht. Ich habe da mal auch so ein, zwei Videos gesehen. Der hat auch immer sehr gerne über solche Themen geredet und auch sehr gerne den Moralapostel raushängen lassen. Und das finde ich auch wichtig, dass es sowas gibt. Einfach weil Leute, die dann die Person mögen, die hören sich das an und die nehmen das dann ernst. Also die glauben dann der Person auch. Also bei mir ist das so, wenn ich was Falsches erzähle, das glauben sie mir. Wenn ich was Richtiges erzähle, glauben sie es mir auch. Deswegen muss ich auch sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil sonst kann das auch schnell mal einen falschen Hals, weißt du schon. Richtig, ja, er hat ja eine gewisse Vorbildfunktion. Hat eine extreme Vorbildfunktion als Let's Player, das ist heute echt so, weil du auch viele junge Zuschauer hast und die nehmen natürlich sehr viel ernst von dem, was du sagst. Und deswegen, finde ich, sollte man da schon sehr vorsichtig sein, was man sagt. Das ist ganz wichtig. Fürs Protokoll, wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 13, also okay. Der ist auch noch so von der jüngeren Generation. Genau. Ich bin jetzt auch nicht alt, aber ich meine jetzt noch jünger, ne? Ist ja klar. Ja, aber viele sind sich halt diese Verantwortung auch nicht bewusst. Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Genau. Warum du zum zweiten Mal eingeladen worden bist, ist nicht, weil wir jetzt die ganze Zeit über altes Live reden wollen und auch nicht das wiederholen wollen, was im ersten Podcast erzählt worden ist. Im Allgemeinen ist ja Epic sowieso etwas ruhiger geworden. Natürlich müssen wir die eine Frage klären. Kommt Epic wieder? Kommt irgendwas in der Richtung wieder? Passiert da noch was? Also geplant ist auf jeden Fall. Wir sitzen gerade noch an der Planung, Ralfinger, LP und ich und auch ein paar andere, die da noch mit integriert sind, sind uns gerade überlegen, wie wir das gestalten wollen. Aktuell ist das so ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Was auch daran liegt, dass dieses Feeling von vorne, also was man am Anfang hatte, ist so ein ganz kleines bisschen weg. Aber wir wollen das trotzdem wieder versuchen, ins Leben zu rufen, dieses Projekt. Wie wir das schaffen, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann euch garantieren, es wird irgendwann kommen. Wann, können wir noch nicht sagen. Also das ist, wie gesagt, aktuell schwer. Das Einzige, was wir haben, ist ein Grundkonzept. Und mehr haben wir auch aktuell noch nicht. Und bis das ausgearbeitet ist, ich glaube, da werden schon noch so, wird schon noch eine gewisse Zeit vergehen. Also ich denke, eher nächstes Jahr als dieses Jahr, um das mal so zu sagen. Genau. Kann auch sein, dass es noch Ende dieses Jahres irgendwann losgeht. Aber ich gehe eher von nächstem Jahr aus. Richtig. Und wer diese Kampagne und das alles nicht kennt, ich verlinke unten in der Videobeschreibung nochmal den ersten Podcast. Dann könnt ihr euch den Mentor auch nochmal antun mit Altes Live und Epic und Let's Plays Together und so weiter und so fort. Was ich aber noch auf der Agenda habe, ist ein ganz anderes Thema. Ich werde jetzt die Stichworte an den Kopf hauen und du weißt sofort, um was es geht. Mhm. Und zwar Hater, Flamer, Trolle, Mobbing auf YouTube und in Social Media. Mhm. Ja, soll ich jetzt über alles auf einmal reden? Du wirst wahrscheinlich endlose Monologe drüber führen können, ja, genau. Ja, das ist richtig, das kann ich natürlich. Alleine schon, weil ich auch Sachen erlebt habe, aber auch natürlich, weil man kriegt es ja mit, aber viele verschließen die Augen so ein bisschen davor. Das finde ich sehr schade. Gehen wir jetzt mal auf das Beispiel ein, was ich jetzt selber erlebt habe auf meinem Kanal und wozu ich auch ein Video hochgeladen habe. Mhm. Das darf auf keinen Fall falsch verstanden werden. Also es geht nicht darum, dass ich persönlich empfindlich bin gegen bestimmte Kommentare, die ich bekomme oder sonstiges, sondern es geht darum, dass ich einfach mal einigen Leuten zeigen wollte, was teilweise so auf YouTube abgeht und was sich Leute erlauben, obwohl sie einen selber gar nicht kennen. Und dass wirklich viele Zuschauer einfach denken, sie hätten volle Entscheidungsgewalt über den YouTuber. Und das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen gab es bei mir mal eine Geschichte auf meinem Kanal, wo ich eine Zeit lang weniger hochgeladen habe, auch nicht so viel hochgeladen habe, dann zwischendurch mal wieder gesagt habe, ich lade was hoch, hab's dann trotzdem nicht geschafft. Den Fehler, den ich da gemacht habe, gebe ich zu. Ich habe Leuten was versprochen und es teilweise nicht gehalten. Das ist natürlich ein Fehler von mir. Ich kann auch verstehen, dass einige da ein bisschen böse drum sind. Kann ich voll nachvollziehen. Was war das konkret, ja, dass die Leute das nachvollziehen können? Oder ist es jetzt unerheblich? Was meinst du jetzt damit? Also du meinst jetzt, dass was du versprochen hast, inhaltlich. Es ging einfach darum, dass ich länger nichts hochgeladen habe und dann Leuten gesagt habe, so, nächste Woche kommen wieder Videos und es wird wahrscheinlich wieder weitergehen. Dann habe ich zwei, drei Videos gebracht und dann war wieder ein bisschen wieder danach schleppend, ne? Also dann ging es halt nicht weiter. Mhm. Und viele Leute haben das dann als, wie soll ich das sagen, als, dass ich halt mein Versprechen gebrochen habe, so interpretiert. Und klar, einige haben nur geschrieben, finde ich schade, dass es dann doch nicht geklappt hat, aber andere waren dann halt wirklich sehr extrem, haben dann angefangen, jedes Video zu disliken und haben mir schon fast Erpressernachrichten geschrieben von wegen, ja, wenn du jetzt nicht irgendwie nächste Woche Videos bringst oder wenn du nicht sofort viele Videos machst, dann fange ich an, dann alle deine Videos zu disliken, dann hack ich deinen Server, dann, ich meine, ich ignoriere sowas, ich bann solche Leute, also ich blockiere die sofort und dann ist das für mich gegessen, aber wenn du sowas öfters bekommst, zwar nicht immer genau in dem Ton, aber dann gibt's auch solche Nachrichten wie, ich weiß, wo du wohnst und so ein Scheiß, das habe ich auch schon gekriegt, wo ich mir dann so denke, was will der eigentlich von mir, ne? Ich meine, der kennt mich nicht mal. Man löscht das dann, aber wenn es natürlich oft
vorkommt, dass du diese Nachrichten kriegst. Und du siehst es dann ja bei den Dislikes, dass Leute da extrem ausrasten und plötzlich was weiß ich, wie viele Dislikes kriegen, weil du einmal, wie du sagst, eigentlich habe ich gerade gar nicht so Lust aufzunehmen, aber ich wollte diese Folge trotzdem mal machen, um euch zu informieren. Das interpretieren dann Leute so wie zum Beispiel, dass sie dann denken, ja, wenn du in deinen Videos erwähnst, dass du keinen Bock hast, habe ich auch keine Lust, das zu schauen und so. Und dabei war das gar nicht so gemeint. Und dann rasten die halt alle völlig in den Kommentaren aus, lassen überall Dislikes da und dann fühlst du dich in dem Moment schon so ein bisschen, sag ich mal, scheiße. Das habe ich auch bei Epic erlebt. Also bei Epic war das auch ähnlich. Da gab es Sachen, da hatten wir innerhalb von der Gruppierung jetzt in Epic so ein paar Problemchen. Da war es halt ein bisschen schwierig mit dem Balancing. Das heißt, die Cops waren ein bisschen stärker teilweise als die Rebellen und so. Und dann war halt da so ein bisschen Stress, dass das ausgeglichen werden soll. Und wir wussten das in der Gruppe. Wir haben abends Gespräche geführt, um das zu klären. Und die Leute haben trotzdem in jeder Folge in die Kommentare reingespammt, dass das Balancing nicht stimmt und dass wir das gefälligst beheben sollen. Und haben dann Dislikes gegeben und keine Ahnung. Anstatt das Projekt zu unterstützen und Geduld zu haben, dann immer 10.000 Mal den gleichen Kommentar reingeschrieben. Und das sind solche Geschichten, die gibt's halt immer öfter auf YouTube. Auch bei anderen großen Kanälen sehe ich das. Und da machen sich auch viele YouTuber sehr viel Gedanken drüber. Und ich habe das auch gemacht. Also zum Beispiel mein Kollege, also Ralf Engelp, hat mir immer gesagt, mach dir nicht so viele Gedanken, ignoriere das, mach einfach dein Ding. Aber ich habe mir auch so viel Gedanken gemacht und gesagt, komm, du bist jetzt einfach ein YouTuber, der äußert sich mal dazu. Der macht mal ein Video darüber, der sagt mal den Leuten, Leute, so könnt ihr mit den YouTubern nicht umgehen. Die YouTuber sind nicht eure Sklaven, die gefälligst Videos für euch zu machen haben, sondern es sind auch freie Menschen und die machen dann Videos, wenn sie Bock drauf haben. Fertig. Und dann müsst ihr auch leben. So. Und als ich das Video gemacht habe, ich glaube, ich habe an dem Tag 450 Abonnenten oder so verloren und es war Wahnsinn, was die Leute da in die ich habe, glaube ich, 1000 Kommentare gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele. Es ist unglaublich gewesen, wie viele Kommentare ich da gekriegt habe. Und persönliche Nachrichten und E-Mails. Das war einfach Hammer. Wie viele Leute mir da auch positive Nachrichten geschrieben haben, dass sie mir zur Seite stehen und dass sie da auch Geduld haben können und auch gerne meine Videos schauen und so weiter. Und da hat man einfach mal gesehen, wenn wirklich die positive Community wirklich mal volle Kanne mit dabei ist und einmal richtig ein Video auch kommentiert, dass da diese Hater total untergehen. Und ja, die Hater nutzen das halt aus, dass nicht auf jedem Video so intensiv kommentiert wird von meinen richtigen Zuschauern und dadurch fällt das halt schon auf, dass dann teilweise sehr viele negative Kommentare dann da stehen, obwohl eigentlich viel mehr positive Zuschauer da sind. Und ja, das hat mir aber gezeigt, dass sehr viele Leute auf meiner Seite sind und ich glaube, das hat auch vielen anderen YouTubern mal gezeigt, dass es echt krass ist, was teilweise im Hintergrund so abgeht, was Leute für Nachrichten schreiben. Fragt man sich, was zum Teufel? So, das war jetzt zum Thema Hate. Ja, aber sehr, 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 sehr wichtig auch. Und beschäftigt dich das heute noch? Meinst du jetzt bezüglich dieser Geschichte, die da gewesen ist, oder? Überhaupt, wenn Leute dich haten, wenn Leute irgendwie. Heute ist das so, die Zuschauer durch das Video weiß jetzt jeder Bescheid, dass mich das auch stört und dass ich mir natürlich auch schon so ein bisschen Gedanken darüber mache. Und deswegen, sobald ein negativer Kommentar geschrieben wird, die Zuschauer zerbersten den. Das heißt, die melden den, der wird gesperrt, der Kommentar, die antworten dem. Zwar auch nicht nett, aber immerhin sorgen sie dafür, dass solche Kommentare dann sehr schnell zerstört werden. Und das, damit nehmen sie mir auch sehr viel Arbeit, weil da muss ich das nicht andauernd sperren, nicht andauernd löschen und dann das auch noch lesen. So geht das dann halt einfach unter und mir fällt es dann auch nicht mehr auf. Und das finde ich auch schön, dass die Community da jetzt so mitgeholfen hat. Aber ich musste sie erstmal darauf hinweisen. Hätte ich das nicht gemacht, wären wahrscheinlich diese ganzen Kommentare immer noch gekommen. Und seitdem ich das Video gemacht habe, bekomme ich auch keine PNs mehr, also keine persönlichen Nachrichten mehr auf YouTube, die irgendwie negativ sind. Keine Facebook-Nachrichten mehr, die negativ sind. Ich habe alle Zuschauer, die irgendwie Dislikes gegeben haben, fast alle verloren. Ich habe vorher auf jedem Video teilweise 50 Dislikes gekriegt und irgendwie nur 250 oder 300 Likes. Und jetzt bekomme ich vielleicht 2 oder 3 Dislikes, nachdem ich das Video gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob es einigen vielleicht die Augen geöffnet hat, ob es Zuschauer abgeschreckt hat, die da so eine Scheiße geschrieben haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es was gebracht zu haben. Und das war es mir wert, das zu machen. Und deswegen aktuell habe ich eigentlich überhaupt keine Bedenken mehr, so was das betrifft. Also zurzeit, wenn ich da mal was lese, dann lösche ich das und dann denke ich gar nicht mehr drüber nach, weil ich weiß, meine Community steht hinter mir. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wobei jetzt, um mal bei dem Thema zu bleiben, was würdest du jetzt, wir haben ja auch sehr, sehr viele Zuhörer, die noch relativ kleine YouTuber sind. Ja. Was würdest du, die haben natürlich keine große Community, die dahinter steht, die diese Kommentare zerbersten können und so weiter. Ich möchte auch nochmal betonen, wir reden hier wirklich von Hate, also wir reden hier nicht von konstruktiver Kritik, die irgendwas kritisieren, sondern wir reden von Haten, richtig, die echt Gossenjargon an den Tag legen, muss ja wirklich so zu sagen. Aber was würdest du den kleineren YouTubern raten, wie können die damit umgehen, weil die nehmen das mit, das beschäftigt die. Die stellen ihre ganze Arbeit teilweise in Frage, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist auch sehr demotivierend. Ja, ja, natürlich. Man muss natürlich jetzt auch, also das war jetzt ein Thema Hate. Jetzt kann man das schon fast mit dem Thema Mobbing wieder verknüpfen, weil mir das wollte ich auch jetzt als nächstes erwähnen, weil mir das auch immer öfter auffällt, dass eben viele junge Zuschauer
sich diese Let's Player als Vorbild nehmen. Das verstehe ich auch. Also jetzt richte ich das mal an die. Also ich kann das verstehen, wenn ihr das macht. Also wenn ihr uns YouTuber, Let's Player, auch was auch immer als Vorbilder ansieht und das selber auch probieren wollt. Mhm. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, kann ich das denn überhaupt schon? Ich meine, als 12-Jähriger mich da hinsetzen zum Beispiel und eben Let's Play-Videos machen. Klar, ich kann es machen, ich kann mich hinsetzen, das versuchen. Aber es wird nie dabei das herumkommen, was ein erwachsener Mensch dort produziert. Das ist einfach so, weil erstens das Niveau noch nicht hundertprozentig so weit ist und auch natürlich der Arbeitsaufwand von jüngeren Leuten eben nicht so betrieben werden kann wie von Erwachsenen. Das ist halt meistens einfach so, weil auch, gut, ich muss sagen, die Fantasie und die Kreativität von solchen jungen Leuten ist meistens sehr hoch, mhm. aber sie können es halt dann eben nicht umsetzen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und was mir dann ganz einfach dazu einfällt, ist, dass ihr euch erstmal darüber Gedanken machen müsst, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Weil viele denken dann, sie können es, aber sie können es eigentlich nicht. Also das sind dann so die Leute, die sagen, oh, ich finde das so cool, ich möchte das auch machen, setzen sich dann hin, halten ihr Handy vor den Bildschirm und laden dann so ein Minecraft-Video hoch, wo sie dann mit dem Handy vom Bildschirm abgefilmt haben. Und ärgern sich dann oder sind dann noch traurig, wenn dann Leute sowas schreiben, ey, du behindertes kleines Kind, was machst du hier für scheiß Videos, hör auf oder so ein Scheiß. Oder du behindertes Kind und so, das schreiben dann doch mal gerne sehr viele und geben dann Dislikes. Und die Leute, für denen bricht dann so eine Welt zusammen, weil die einfach die Hoffnung hatten, dass ich sowas auch kann. Und die sind sich so sicher am Anfang, dass dann für die wirklich eine ganze Welt zusammenbricht, wenn sie das lesen. Und deswegen sollte man vielleicht, wenn man noch jünger ist und versucht, solche Videos zu machen, einfach mal mit Freunden drüber sprechen, mit Eltern drüber sprechen. Und dann sich eine ehrliche Meinung sagen lassen, könnte ich das überhaupt? Und wenn die dann schon sagen, dann würde ich mir echt Gedanken machen, ob ich damit überhaupt anfange. Die Frage ist natürlich, wie könnt ihr mit diesem Hate umgehen? Das ist schwierig. Deswegen würde ich eher sagen, fangt erst gar nicht damit an und wartet, bis ihr ein Alter erreicht habt, wo ihr das auch könnt. Weil ich meine, ihr guckt euch die Fußballer an. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Mario Götze, ist ein sehr bekannter Fußballer, der hat auch damals bei Dortmund hier bei uns gespielt. Spielt jetzt bei Bayern, ist ein sehr erfolgreicher Spieler. Und jeder 12-jährige Junge oder 10 oder 11 oder wie auch immer, ist egal, der Fußball spielt, träumt davon mal so zu sein wie er. Aber der 11-jährige Junge kann niemals mit 11 Jahren so gut Fußball spielen, wie das ein Mario Götze kann. Und das ist nichts anderes, wie das jetzt auch bei diesen Let's Plays ist. Und nehmt euch das einfach als Beispiel und denkt darüber nach und sagt euch, ich kann auch nicht so Fußball spielen wie Mario Götze, warum sollte ich dann Let's Plays so gut können wie der Let's Player als mit 12 Jahren? Es ist halt einfach nicht möglich. Euch fehlt die Stimme dafür, euch fehlt teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen der Humor dafür, weil viele 12-Jährige natürlich dann nicht so reden können, wie das ein Erwachsener kann. Und dann führt das halt dazu, dass viele solche Leute natürlich gehatet werden. Ihr könnt euch davon auch nicht großartig schützen, weil es wird sowas immer geben. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist so einen Kommentar löschen und ihn einfach ignorieren. Aber ich will ja nicht sagen, dass die Leute recht haben. Das würde jetzt sehr gemein klingen. Ich meine, jeder 12-Jährige hat das Recht, ein Video auf YouTube hochzuladen. Wenn natürlich aber dann jemand schreibt, ey, du bist noch viel zu jung dafür, muss ich dem einfach recht geben. Das ist so. So, und man muss es natürlich nicht beleidigend schreiben, man kann es dann immer konstruktiv schreiben, aber die meisten haben natürlich recht. Also macht euch eher Gedanken, bevor ihr sowas anfangt, kann ich das überhaupt? Und dann, wenn ihr es gut macht, dann wird auch keiner irgendwas Negatives schreiben, zumindest nicht, wenn er völlig einen an der Waffel hat. Ja, und um das auch mal den Leuten zu sagen, die vielleicht solche Kommentare schreiben, also die sowas Negatives schreiben, macht euch bitte vorher einfach Gedanken darüber, hinter jedem Menschen, der ein YouTube-Video macht, ob es Let's Plays sind, was auch immer, steckt ein Mensch. Also hinter jeder Figur, die da sitzt und so ein Video macht, steckt ein Mensch, der Gefühle hat, der sich beleidigt dadurch fühlen kann und für den da wirklich eine Welt zusammenbrechen kann. Nur wenn ihr hinschreibt, beschissenes Video, Kleinkind, nerv nicht oder irgendwas. Das reicht schon, dass für so einen Jungen, der 12 Jahre alt ist, dem es ein Wunsch ist, auch mal so zu sein wie ein anderer YouTuber, für den bricht dann eine ganze Welt zusammen. Genau. Und da muss man sich immer eine Gedanken darüber machen, was schreibe ich da und wie formuliere ich das. Ich meine, klar, man hat hier keine Hemmung. Ihr seid hier im Internet, ihr kennt niemanden, ihr werdet nicht dafür belangt, dass ihr so einen Kommentar schreibt. Aber wenn ihr ein bisschen menschliche Gefühle habt, dann wisst ihr, dass ihr damit jemanden sehr verletzen könnt. Also lasst es sein. Und ich bin auch so ein Typ, wenn ich sowas sehe, also ich stöber immer mal wieder gerne bei talentierten Let's Playern rum und guck, was ich da so alles finden kann. Auch für das neue Epic-Projekt schon so ein bisschen, weil ich da ja auch so ein paar Leute dabei haben will, die auch noch nicht so bekannt sind, aber eben talentiert sind. Hm. Und da finde ich auch ganz viele Videos, wo 11-, 12-jährige Kinder versuchen, da Videos zu machen. Und die geben sich wirklich Mühe. Also fürs Alter ist es dann echt nicht schlecht. Aber es ist natürlich im Gegensatz zu anderen YouTubern schon schlecht. Und dann sieht man da immer solche Kommentare wie behindertes Kind und hab ich hier gerade schon erwähnt, das ist halt echt krass, was da teilweise abgeht in den Kommentaren. Und was ich auch schon erlebt habe, persönlich, weswegen mich auch ein YouTuber angesprochen hatte, der eben in dem Alter ist, war, dass Klassenkameraden von dem das rausgefunden haben und dann
Hater-Videos auf YouTube hochgeladen haben. Das heißt, die haben sich so eine Piepstimme gemacht mit einem Stimmenveränderer, also mit so einem, weißt du, was ich meine, ne? Mhm, und haben dann so Videos hochgeladen mit so einem Stimmenverzerrer, wo sie dann so gesagt haben, ich bin schwul und ich bin gay und ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was sie dafür Videos gemacht haben. Ich habe die gesehen und war geschockt, als ich das gesehen habe. Es war auch nicht mehr lustig. Also die haben da auch teilweise so Videos gemacht, wo die dann so einen Gummipenis da hatten und dann so getan haben, als wenn er den in den Mund nimmt und so. Und das war halt echt nicht lustig. Der Junge war vielleicht 12. Und den hat das so fertig gemacht, der kam damit nicht klar. Der hat mir das erzählt. Ich habe mich mit dem darüber unterhalten und der tat mir echt mega leid. Und ich habe mich da ein bisschen für den eingesetzt und habe dann dem gesagt, was er machen soll. Und der hat das dann wirklich zur Anzeige gebracht, was nicht viel bringt, weil die 12 sind. Aber die Eltern müssen dann natürlich da mit auch für verantwortlich sein. Das ging dann bis zur Klassenleitung bei denen, also bis zur Schulleitung. Und das wurde dann auch alles gelöscht von YouTube und so weiter. Aber das war schon echt eine harte Nummer. Und wenn ich dann sowas erlebe auf YouTube und sehe, dass Leute sowas machen, dann frage ich mich teilweise echt, ob die Leute nicht mehr alle Latten am Zaun haben, was die da. Also ich meine, Mobbing gibt's schon immer, aber warum macht man sowas? Ich meine, gut, das ist schade, dass es sowas gibt. Deswegen kann ich nur jedem von euch sagen, wenn ihr sowas seht, setzt euch dafür ein, dass sowas nicht passiert. Meldet solche Kommentare, setzt euch für die Leute ein, aber schreibt nicht selber so eine Scheiße, weil das hilft niemandem. Richtig. Wirklich niemandem. Jetzt müssen wir natürlich so ganz geschickt eine Kurve kriegen und müssen bleiben bei Jung, aber wir gehen nicht vom Alter her vom Jung, sondern auch vom Kanal her vom Jung. Es werden ja auch erwachsene Let's Player, sage ich mal, die gerade frisch starten, mit jungen Kanälen auch gehatet, geflamed etc. pp. Wo man einfach auch den Leuten, die Kommentare schreiben, mal sagen muss, Leute, macht mal eure Augen auf. Der hat vielleicht 10 Videos da oben, der fängt gerade erst an, ja. Es gibt Leute, die haben in ihrem Arbeitsleben, in ihrem Leben viel mit ihrer Stimme gemacht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann Gott sei Dank auf Radiomoderation zurückblicken. Ich habe Moderation von irgendwelchen Events oder sowas gemacht und von daher weiß ich, wie ich meine Stimme einsetzen kann. Andere können das nicht, die müssen sich erst entwickeln. Und ich finde es einfach scheiße und es ist wirklich scheiße, wenn die Leute es dann versuchen, ja, genauso wie wir es alle versuchen mit einem Video, mit irgendeinem Spiel, woran sie Spaß haben, woran sie glauben und sagen, ich setze diese Idee jetzt um, das zu präsentieren und kriegen dann echt nur auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, wo man dann einfach sagen kann, pass mal auf, der fängt doch gerade erst an, der findet sich doch gerade erst, der versucht erstmal eine Linie zu finden, gib dem doch eine Chance und wenn dir die Videos nicht gefallen, okay, dann guck sie nicht, ja. Mhm. Aber, Das ist ja der Standardspruch zu sagen, wenn die Videos nicht gefallen, dann guck sie nicht. Problem ist, dass wir heute so eine Community haben, dass jeder, der irgendein Gefühl hat bei einem Video, direkt seinen Senf dazu geben muss. Das heißt, ein Video hat ein Gefühl dazu und muss direkt seinen Senf dazu geben. Und dieses Gefühl hat sich eigentlich dadurch entwickelt, dass, ja, ich weiß nicht, dass es irgendwie immer wichtiger geworden ist, im Internet seine Meinung kundzutun. Das scheint für viele sehr wichtig zu sein. Und viele nehmen auch solche Meinungen immer sehr ernst und müssen dann wiederum ihre Meinung dazu schreiben. Ich gebe dir nur ein Beispiel, es werden zwischendurch auch so Dokumentationen auf YouTube hochgeladen, teilweise auch nicht ganz legal, weil es natürlich dann Fernsehrechte sind, die da irgendwie missbraucht werden, aber es gibt halt so, wenn ich mal so ein bisschen stöber, weil ich gucke mir zwischendurch mal gerne so ein paar Dokumentationen an, wenn ich Langeweile habe, und da habe ich mal so eine gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, was das war, beim Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht, war ganz interessant, ich weiß nicht, ich hatte Langeweile, ich habe irgendwie gestöbert, kommt ja mal so vor, und dann habe ich in den Kommentaren irgendwie, das Video hatte, keine Ahnung, 1200 Likes und 5000 Dislikes oder 2000 Dislikes oder so, ich weiß nicht, wie viele das waren. Und die Kommentare waren einfach voll. 5000 Kommentare, ich weiß nicht, wie viele, kranker viele. Und da haben Leute über Ausländer diskutiert, über Rassismus, über Nazis, darüber, dass die Deutschen und aber nein, die Türken und aber nein, der Islamische Staat und aber nein, die Merkel und bla. Und da dachte ich mir, Alter, das ist eine ganz normale Dokumentation. Was geht denn hier in den Kommentaren ab? Das ist dieses typische, einer fängt damit an, schreibt, oh, die scheiß Nazis in Deutschland haben natürlich wieder alles versaut. So, und dann muss natürlich wieder einer, der eine andere Meinung, das hat natürlich wieder seinen Senf dazu geben. Oh, du kannst das doch nicht verallgemeinern, das sind doch nicht alle deutschen Nazis. Und dann kommt wieder irgendjemand anders, der dann schreibt vielleicht irgendein türkischstämmiger Mensch dann einen Kommentar, der dann irgendwie lautet, ja, schade, dass das so alles enden musste, der vielleicht eher positiv ist, dann antwortet einer auf scheiß Türken, dann fühlt der sich wieder angegriffen und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Jeder will seinen Senf dazu geben, jeder meint, er hätte recht und alle wollen irgendwie ihre Meinung dazu äußern. Und das ist das, was sich auf YouTube immer stärker entwickelt und weswegen auch dieser Hate entsteht. Weil einer schreibt einen Kommentar, 1000 andere Antworten drauf und jeder muss seinen Senf dazu geben. Und dadurch fühlt sich jeder irgendwie dazu vermittelt, seine Meinung dazu zu schreiben. Und dann artet's einfach aus. Und deswegen, als junger YouTuber, könnte man da als einzige Möglichkeit sagen, man deaktiviert notfalls die Kommentare. Weil die Möglichkeit besteht, zu sagen, ich deaktiviere die Kommentare. Und weil wenn man sowieso noch nicht so viele Zuschauer hat, die 2-3 Kommentare, die da stehen würden, die Frage ist jetzt, dann kann ich den 3-4 Zuschauern, die aktiv bei mir sind, auch sagen, wenn ihr was schreiben wollt, schickt mir eine Nachricht.
So, dann habt ihr das nicht in den Kommentaren stehen. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Oder ihr löscht die Leute. Und wenn ihr sie immer wieder löscht, hören sie irgendwann auf. Das kann ich euch sagen. Die geben dann irgendwann auf, weil sie keinen Bock haben, wenn ihr nicht drauf reagiert. Beste Methode, das hat auch Ralf mir gesagt, ist nicht drauf zu reagieren. Weil dann haben die Leute keinen Bock mehr. Sobald ihr darauf eingeht, irgendwas antwortet, wissen die, aha, der reagiert da drauf, ich muss weitermachen. Weil mir macht das Spaß. Ich will ja, dass er drauf reagiert. Das heißt, ignorieren, melden, notfalls Kommentare deaktivieren. Und ja, ansonsten kann man da leider nicht so viel machen. Das ist halt so. Das ist ein bisschen doof, aber es ist so. Und ihr solltet euch auch überlegen, wie fange ich YouTube an, mit welchem Konzept? Weil viele Leute sind auch selber daran schuld, dass sie gehatet werden. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel sehr viele YouTuber, die es aktuell machen, dass sie Werbung machen. Das heißt, die gehen auf andere Kanäle, schreiben, ey, coole Videos, deine Videos gefallen mir, schau doch auch mal bei mir vorbei. Das ist offensichtlich, dass dieser Kommentar nicht dazu geschrieben wurde, weil das Video denen gefallen hat. Er hat wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten davon gesehen. Genau. Sondern dass er eben nur möchte, dass man auf seinem Kanal vorbeischaut. Und viele dieser Leute kassieren aktuell extrem Hate, weil sie sowas eben machen. Und dann wundern sie sich, warum werde ich denn so gehatet? Ganz einfach, lasst es irgendwelche Werbung auf YouTube zu machen. Schreibt die Leute lieber persönlich an, schreibt sich in die Kommentare und klärt das lieber mit denen per PN und schreibt einfach, hallo, ich bin auch YouTuber und ich bin auch am Anfang und vielleicht können wir mal in Kontakt treten. Fertig. Das reicht schon. Und dann werdet ihr auch nicht da wegen der Geschichte Hate abkriegen oder so. Das ist, habe ich auch sehr viele erlebt. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass da welche Werbung machen und dann total zerberstet werden in den Kommentaren. Und dann sage ich auch immer, müsst ihr euch eigentlich gar nicht wundern. Das ist dann auch die eigene Schuld so ein bisschen. Ja? Genau. Und was man natürlich auch sagen muss, das muss man ja den Kanal betreiben. Jetzt haben wir zum einen die Hater im Boot gehabt. Jetzt müssen wir auch mit den Kanalbetreibern sagen, Leute, wenn ihr anfangt mit YouTube, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Es bringt nichts, irgendeinen großen YouTuber anzuschreiben, wenn ich 15 Videos oder so hochgeladen habe. Du hast es ja vorhin selber gesagt, du guckst selber über Kanäle drüber, um zu entscheiden, hey, das wäre was für Epic oder nicht. Auch unbekanntere Kanäle, die werden dann schon gefunden, weil der Große muss ja eigentlich erstmal den Mehrwert, ich sage immer wieder gerne Mehrwert, aber den Mehrwert des Kleinen erkennen, warum er mit dem spielen will. Und dann ist es viel sinnvoller, als wenn der Kleine hingeht und sagt, du, hier, ich mache Let's Plays. Ja gut, machen 500.000 andere auch. Und erstens sind die davon genervt, das haben wir von ganz vielen schon gehört. Und zweitens gehen sie gar nicht mehr drauf ein, weil du wirst es sicher selber sagen können, die quatschen doch bestimmt auch x YouTuber an über LPTs. Ja, sehr viele. Also das ist, es artet schon teilweise aus. Also ich denke mal, viele andere, die jetzt auch hier bei dir zu Gast waren, haben wahrscheinlich das Gleiche berichtet, dass es echt schon sehr große Ausmaße annimmt, dass du auf Facebook, auf sonst wo, YouTube, überall angeschrieben wirst. Immer auch teilweise mit dieser Standardnachricht von wegen, hallo, ich bin der und der, ich mache die und die Videos, ich gebe mir echt viel Mühe und ich würde gerne mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und könnten wir nicht mal zusammen aufnehmen. So, und meistens schreiben auch Leute nur einfach, können wir mal zusammen aufnehmen, weil du kennst die Person nicht mal. Genau. Du weißt nicht, wer die Person ist und sie schreibt zu dir, können wir mal zusammen aufnehmen. Das ist so völlig, das ist ja Quatsch, du gehst ja auch nicht auf die Straße und quatscht jemanden Fremden auf der Straße an und sagst, ey, möchtest du mein stellvertretender Geschäftsführer werden oder so? Was weiß ich, du kennst die Person ja gar nicht und die würde auch sagen, hallo, wer sind Sie, worum geht's, hallo? Richtig. Ist ja an sich das Gleiche, Entschuldigung, WhatsApp, ich bin gerade so. und das würde ja auch niemand machen. Ich meine, ihr müsst das immer vergleichen. Internet ist nichts anderes, als wenn ihr jemanden Unbekanntes auf der Straße trefft. Da sagt man auch erstmal, hallo, schönen guten Tag, ja, ich bin der und der. Ja, was möchten Sie denn? Ja, hallo und bla und hier und dort. Dann erklärt man erstmal, stellt sich vor, sagt, wer man ist und dann unterhält man sich, guckt, ob man sich versteht. Und wenn man sich versteht, dann kann man über andere Dinge sprechen. Aber man fragt nicht einfach eine fremde Person auf der Straße, ey, können wir mal das zusammen machen? Da würde ich auch sagen, hallo? Hast du ein bisschen zu viel heute hier Fußnägel gefuttert oder was? Da denkt er wahrscheinlich auch, du hast einen in der Schüssel. Also, ne, das ist immer so ein bisschen schwierig. Und das ist halt auch so auf YouTube. Wenn dich dann jemand anschreibt mit diesen Nachrichten, dann denkst du dir auch so, ja, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Falsch angefangen. Wenn mich jemand anschreibt, das haben gerne schon Leute gemacht, also ich erzähle immer wieder gerne eine Geschichte, also das habe ich jetzt noch nicht offiziell erzählt, aber wenn ich mit anderen Leuten mal so quatsche, sage ich das immer wieder gerne. Es gibt einen YouTuber, der ist CEO auf YouTube, der macht Real-Life-Videos und der hat mich damals mal angeschrieben, als er noch recht wenig Abonnenten hatte und hat gefragt, hey Mentor, ich habe noch mal ein bisschen auf deinen Kanal rumgestöbert und fand die Sachen gar nicht so schlecht. Von YouTuber zu YouTuber wollte ich dich vielleicht einfach mal kennenlernen. Hättest du vielleicht mal Bock, dass wir einfach mal uns auf Skype adden, mal ein bisschen quatschen. Einfach mal so, würde mich mal so interessieren, auch was du schon so für Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Ich fand die Nachricht so nett, ich habe den sofort auf Skype geaddet, wir haben sofort gesprochen. Super netter Typ, verstehe mich super gut mit ihm. Und wir quatschen heute noch und gucken, was sich so bei uns entwickelt hat. Und so, das ist halt immer wieder lustig, mit dem zu reden. Ist auch echt ein klasse YouTuber, muss man sagen, macht echt sehr gute Videos. Und ja, das wäre so nie zustande gekommen, weißt du, aber er hat mir diese Nachricht geschrieben, die war, genau so muss man eine Nachricht schreiben. Und dann gibt's auch YouTuber, die darauf eingehen. Also zum Beispiel auf Facebook kriege ich auch immer wieder Nachrichten, wo Leute so schreiben, hey, können wir nicht mal zusammen aufnehmen, bla. Auf Facebook antworte ich immer, egal was die Leute schreiben.
weil mir das wichtig ist, weil das ist meine Community-Plattform, wo ich mit jedem Zuschauer kommuniziere. Und egal, was die mir da schreiben, ich antworte, außer wenn es totaler Stoß ist. Aber 90% antworte ich da. Und wenn mir dann auch, egal wie alt die Person ist, also ich glaube, heute oder gestern hat mir irgendein 12-Jähriger geschrieben, da habe ich auf seinem Kanal vorbeigeschaut, wusste ich schon gleich, was mich erwartet, der hatte wirklich auch unterirdische Qualität, hat 2 Videos auf seinem Kanal gehabt, keine Thumbnails, kein Profilbild, schlechtes Mikrofon, man wusste überhaupt nicht, worum geht's in seinen Videos, also es war wirklich schlecht, sowohl von der Qualität her auch, als auch, dass er noch so jung war, das gehört halt alles dazu. Und dementsprechend habe ich dem dann nett gesagt, nee, du hör mal, das leider muss ich das ablehnen, weil bei dir fehlt's noch so an einigen. Hab das dann auch konstruktiv geschrieben und gesagt, tu dich doch mit Leuten zusammen, die in deinem Alter sind und dann könnt ihr doch zusammen Spaß haben. Das schreibe ich auch immer jüngere Leute. Mensch, packt euch doch zusammen, sucht euch Leute in eurem Alter, macht mit denen was, weil da habt ihr viel mehr von, als wenn ihr euch mit so einem, als wenn ihr so einen 5 Jahre älteren Typen anschreibt, der auch vom Niveau vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und ja, ansonsten für so kleine YouTuber, ja, versucht einfach, euch so ein bisschen so ein Beispiel daran zu nehmen, wie die großen YouTuber arbeiten. Also guckt euch das an, wie die Thumbnails verwenden, teilweise wie sie die Titel schreiben. Und dann schreibt nicht in einen Titel Let's Play Minecraft Part 1, sondern überlegt euch da mal ein bisschen was Kreativeres. Und versucht euren Kanal sehr schön zu gestalten, weil erfolgreich wirst du nur dadurch, wenn du eben selber dir auch Mühe gibst und wirklich hart an der ganzen Geschichte arbeitest und sehr viel Geduld hast und Glück hast. Das muss man auch sagen, weil ich zum Beispiel hatte Glück. Ich habe zwar auch zwischenzeitlich hart gearbeitet, aber ich hatte auch Glück, muss man sagen. Also ohne Glück wäre ich auch nicht so weit gekommen. Ja, das gehört da noch dazu. Aber durch diese harte Arbeit kommt dann auch das Glück, sag ich mal. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Richtig. Man muss sich halt auch breit aufstellen. Und man sagt ja immer, das haben wir ja schon auch bei Podcasts erwähnt, jetzt kann man das ganz gut nochmal bildlich fassen. Du musst ja erstmal dich aus diesem Strom von YouTubern rausheben, ja. Und das heißt, du musst dich rausheben. Das heißt, du musst zeigen, dass du anders bist, dass du was kannst und so weiter und so fort. Und nicht, dass irgendeiner kommt, dem du auf die Schulter steigst und sagen kannst, hier bin ich, ja. Also ich denke mal, wenn dich jemand anschreibt und der hat ein super geiles Konzept, dass du da eher mit dem in Kontakt trittst, als wenn jemand und dir erklärt, pass auf, wir könnten doch das und das machen. Und wenn das zum Beispiel passt, dass man sagt, okay, zum einen kann ich dein Konzept übernehmen, wenn es vom Spielerherrchen her nicht passt. Oder man sagt, pass auf, klar, lass uns zusammen spielen. Ja, also man muss ja, der große YouTuber, ich nenne jetzt mal große, muss ja was davon haben, wenn der Kleine auf ihn zukommt, ja. Das ist richtig. Man muss auch bedenken, viele YouTuber denken ja auch irgendwann dann, wenn es halt schon in eine andere Richtung geht, also wenn man schon erfolgreicher wird, denkt man natürlich dann auch ein bisschen geschäftlicher, weil du musst dann immer darauf achten, bringt mir das ein bisschen Cross-Promotion, was bringt es mir, mit der Person ein Projekt zu machen, der kann noch so nett sein, man muss halt trotzdem immer schauen, inwieweit man das verpacken kann und was es ein, also ob es einen Fortschritt bringt, außer jetzt nur Spaß und happy und so. Reicht auch. Man kann auch Projekte machen, wo man sagt, wir haben da einfach nur Spaß dran. Scheiß drauf, ob uns das was bringt, ob Leute das gucken. Das ist uns wurscht. Aber wenn man sowas macht, sollte man natürlich auch immer so ein bisschen Hintergedanken daran haben. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich bei den großen YouTubern vermisse, was ich auch bei mir selber teilweise ein bisschen vermisse. Weil es geht verloren. Das ist leider so. Als kleiner YouTuber bist du völlig offen für alles. Da kommt einer, du hast Spaß mit denen, du nimmst es einfach auf. Du machst wirklich alles aus lauter Fun und weil du Bock drauf hast. Als großer YouTuber machst du dir viel zu viele Gedanken über tausende von Dingen und da kannst du noch irgendein Spiel gefunden haben, was dir Spaß macht. Du würdest es erstmal nicht hochladen, weil du nicht weißt, wie würden das die Leute aufnehmen, sag ich jetzt mal. Und also das ist einfach so, das ist irgendwie immer im Hinterkopf. So, und da machst du dir immer Gedanken, wie ich dieses Projekt jetzt so gestalten kann, dass den Leuten das gefällt. Und das ist so ein Problem, was ich mir selber abgewöhnen muss. Also ich muss selber da viel lockerer werden und gucken und schauen und sagen, yo, ich mache einfach das, was mir gefällt und so wie es mir gefällt, egal was die Zuschauer sagen. Ist halt dann immer nur so ein bisschen schwierig. Also man muss dann so eine Mischung aus beiden finden und da bin ich gerade dabei, das irgendwie zu schaffen, dass ich so eine Mischung aus beiden finde. Also dass ich sowohl Sachen mache, die Leute wollen, als auch Sachen mache, wo ich halt nur Bock drauf habe. Was die Leute sagen, ist mir dann egal. Genau. Und, ne, das ist also übrigens immer so ein bisschen schwierig. Das, was du mit Facebook gesagt hast, das kann ich nur 1:1 zurückgeben. Ich muss mich jetzt mal outen, jetzt gehe ich gleich auf die Fresse, ist aber egal. Ich habe damals, als du dieses Epic-Projekt hattest, habe ich mich auch an dich gewandt und habe geschrieben, hallo, ich habe deinen Kanal, blablabla, würde gerne mitspielen. Dann kam dann von dir zurück, tut mir leid, bin voll. Oder wir sind voll. Da habe ich gedacht, okay, da gehe ich aber nicht hin und sage jetzt, der Mentor ist scheiße, weil der Mentor hat gesagt, er hat mich jetzt abgelehnt und weil irgendeiner mehr oder weniger da drin, mir wäre ja gar nicht aufgefallen. Sondern habe ich gesagt, okay, das ist halt so. Und dann muss man halt hingehen und sagen, okay, ich
Wenn dir das gefällt, was derjenige macht, wie das bei euch war, dann schaut man sich das an. Man kann sich seine eigenen Anregungen mitholen. Man muss es nicht kopieren, aber man kann ja Anregungen holen und kann dann andere Projekte machen. Ja, also ich war da jetzt... Natürlich. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ein Satz, ja gut. Heute sehe ich das ganz, ganz anders. Das ist ein paar Monate her, aber heute sehe ich das ganz, ganz anders und sage mir, okay, der hat damals wahrscheinlich tausende von diesen blöden Mails gekriegt. Wer ist dann schon Zonky? Du hast es erfasst. Ja, du kanntest mich null, wer ist Zonky? Wahrscheinlich habe ich damals auch noch das Headset gehabt und ich weiß nicht, ob du überhaupt auf dem Kanal warst, aber ich habe gedacht, okay, wenn voll ist voll, ne, dann kann der tollste Kanal kommen. Ja, und es war voll, das ja. ist halt das Problem gewesen. Und ich habe ja damals auf YouTube, glaube ich, teilweise 200, 300 Bewerbungen bekommen und auf Facebook auch nochmal 150 oder so. Und das in der Woche, also manchmal noch mehr. Am Anfang, am ersten Tag waren es ja schon 100, glaube ich. Ja. Es ist so Wahnsinn gewesen, die alle abzuarbeiten. Irgendwann hast du halt nur noch eine Antwort gehabt und die reinkopiert. Weil du einfach nicht mehr konntest. Du konntest es nicht für jeden eine individuelle Nachricht schreiben, das war unmöglich. Und dann habe ich dieses Ablehnen, das hatte ich schon in meinem Kopierdings drin, muss ich nur STRG-V, fertig. Dann hatte ich halt allen Leuten geantwortet, aber sie wussten zumindest Bescheid und haben eine Antwort bekommen. Richtig. Weil dann nichts zu antworten ist halt auch scheiße, weil dann fühlen sich die Leute so, oh, warum antwortet er mir nicht? Ich will ja wenigstens wissen, ob ich nicht aufgenommen wurde oder so. Ne? Und genau. Deswegen habe ich dann auch immer überall geantwortet, weil mir das auch irgendwie wichtig war. Ja. Und was ich auch nochmal sagen wollte bezüglich jetzt Projekten, weil du gerade sagtest, Projekte nachmachen und so weiter oder ähnlich machen. Mhm. Ich habe damals mal ein Gespräch gehabt, das war aber nur ganz kurz, das ist schon ewig her. Da habe ich mal mit Ungespielt gesprochen. Und an den Satz erinnere ich mich deswegen, weil mir der so wichtig ist, dass er das mal gesagt hat. Ich bin mir zumindest zu 99% sicher, dass ich das aus seinem Mund gehört habe. Und zwar haben wir da auch über Projekte geredet. Und da war ich damals im Projekt drin, das hieß Party Town. Das war ähnlich gemacht vom Konzept her wie ein Megaprojekt. Da habe ich mich nur so ein bisschen darüber so unterhalten, was er da so zu sagen wenn Leute eben so ein bisschen dieses Konzept vom Megaprojekt kopieren. Da meinte er nur, dass er das total cool findet, wenn auch andere Leute das machen. Weil er hat gesagt, warum nicht? Ich habe ein Spielkonzept in dem Sinne mit den Leuten erfunden, wenn man es so sieht. Also nicht verändert oder ein eigenes Spielkonzept mehr oder weniger hier gemacht. Und ich finde das geil, wenn das andere Leute auch machen. Warum nicht? Ich meine, das ist zwar in dem Sinne unser dickes Projekt, aber das, warum sollte mich stören, wenn andere das auch machen oder ähnliches machen? Das Richtig. Ist der Schwachsinn. Die dürfen das doch. Das ist doch... Man kann auch machen, was man will. Wenn es jemand gefällt, dafür ist es ja da. Es soll ja den Leuten gefallen. Die sollen es ja auch mal machen. Genau. So, und wenn das dann auch jemand hochlädt, ja, warum nicht? Solange man es nicht irgendwie Megaprojekt 2 nennt oder so. dann hat er. Und das fand ich auch schon cool, dass er da auch so offen ist. Und so geht es mir eigentlich auch. Wenn ich auch ein Projekt mache und Leute machen das ähnlich nach oder machen auch so ein Projekt, warum nicht, Mensch, Leute? Tut euch zusammen. Macht lieber zusammen Videos, anstatt euch gegenseitig fertig zu machen und zu haten oder euch gegenüber eifersüchtig und skeptisch zu sein. Macht lieber zusammen Videos und habt euren Spaß, anstatt irgendwie. Ja, keine Ahnung, da irgendwie euch als Konkurrenten zu sehen. Wobei das finde ich auch ganz schlimm, dass viele YouTuber sich untereinander auch als Konkurrenten sehen. Tut euch einfach zusammen, ihr profitiert alle davon, wenn ihr zusammenarbeitet. Richtig. Und das hat keinen Zweck da, sich so zu trennen und zu sagen, oh nee, wenn ich aber jetzt mit dem Video mache, dann profitiert er ja mehr davon als ich und ihr und bla. Das ist totaler Schwachsinn. Also in gewisser Weise profitiert ihr alle davon. Auch wenn es nur der Spaß ist, den ihr zusammen habt, es lohnt sich. Ja, und an die ganzen kleinen YouTuber, die großen anschreiben, macht euch keine Sorgen, wenn ihr keine Antwort kriegt, dann ist das nicht vom YouTuber böse gemeint, sondern er bekommt einfach so viele Nachrichten, dass er nicht antworten kann. Und das muss euch immer im Klaren sein, wenn ihr Leuten schreibt. Also das ist ganz wichtig. Wobei, ich erzähle jetzt mal was, das habe ich noch nie erzählt. Und das das fand ich ehrlich gesagt richtig scheiße. Da habe ich mich auch an einen großen YouTuber gewandt. Es ging damals darum, wir hatten eine Single auf den Markt gebracht, die hieß, die heißt Hey Girl. Und hat diesen Zusatztitel gehabt, Against Child Abuse. Also da ging es darum, dass es ein Lied ist, was sich gegen Kindesmissbrauch richtet. Das Video, was wir dazu gemacht haben, das hat auch was mit Kindesmissbrauch zu tun. Also du siehst da zum Beispiel ein Mädchen, was im Wald verschwindet und dann gehen Jungs spielen und die finden dann die Leiche und so weiter. Also doch sehr krass dargestellt. Ja? Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wir waren damals, also mein Produzent, also mit dem ich zusammen produziere und ich, wir haben damals gesagt, okay, wir wollen 50% der Einnahmen dieses Songs einer gemeinnützigen Organisation spenden, die sich gegen Kindesmissbrauch richtet. Ja, finde ich gut. So, damit bin ich an einen großen YouTuber rangegangen. Ich kann auch gerne die Namen sagen. Es war damals der Sarazar und es war der MyFuYu, der Dennis. Mhm. Habe denen das Projekt vorgestellt, habe gesagt, passt auf, Leute, wir haben eine Single. Wir wissen, was ihr für einen Einzugsbereich habt. Also wirklich eine ellenlange Mail, wo auch wirklich erklärt worden ist, warum wir das machen. Nicht, weil wir uns dran bereichern wollen, sondern weil wir 50% spenden wollen. Wir haben ihm erklärt, der Mehrwert dafür ist, man sieht einfach, dass ihr euch für ein gemeinnütziges Projekt einsetzt, weil der Dennis, der hat ganz, ganz oft in Videos gesagt, wie gerne er sich doch sozial engagiert und so weiter und so fort. Und bis heute keine Antwort. Und das, muss ich sagen, fand ich absolut scheiße.
Also, was ich dir dazu sagen kann, ist, ich gehe mal davon aus, dass sie doch sehr viele Mails und auch Nachrichten kriegen. Und gerade diese ellenlangen Nachrichten sind eher die, die man nicht liest. Weiß ich aus Erfahrung, weil wenn ich so einen langen Text kriege, also als Beispiel, ich komme nach Hause, denke mir so, ah, ich lese abends Nachrichten mal schön von YouTube und habe dann, sag ich mal, im YouTube-Postfach 5 Nachrichten, bei Facebook 10 und dann gucke ich bei Instagram und da haben ja auch noch 5 Leute irgendwie ein Bild gesendet und was dazu geschrieben. Das checke ich dann natürlich alles durch und jetzt gehen wir mal davon aus, von den 10 Nachrichten auf Facebook sind dann 8 ein Kilometer langer Text. Wenn du von der Arbeit kommst, was auch immer, hast du keinen Bock, diese Texte zu lesen. Du nimmst die Nachricht, markierst sie als gelesen und liest sie nicht, weil du die Zeit nicht dafür hast. Oder denkst dir, ach komm, lese ich später. Und dann vergisst es. Und das sind solche Geschichten. Wenn ihr mit so einer wichtigen Nachricht an einen YouTuber rangeht, dann schreibt die Nachricht kurz. Schreibt eine kurze E-Mail. Hallo, bla, darum geht's. Fertig. Weil wenn ihr so einen langen Text schreibt, 90%, die lesen das nicht. Weil die Zeit dafür nicht haben. Du stell dir vor, ich will nicht wissen, wie viel Firmen die auch anschreiben bezüglich irgendwelcher Geschichten. Logisch. Die schreiben dann auch noch ewig lange Nachrichten. Wenn der nach so einem anstrengenden Arbeitstag da nach Hause kommt oder einfach nur da sitzt und dann sieht er diese Nachrichten, dann überfliegt er die und hat vielleicht nur deinen Text auch überflogen. Dem sind nur die Worte aufgefallen, irgendwas mit Lied und irgendwas mit ihr solltest unterstützen. Nope. So, hat aber nicht richtig gelesen, einfach weil es überflogen hat. Und dann, das ist so. Du automatisch wirst du irgendwann zu so einer Maschine, die dir solche Geschichten nur noch überfliegt. Ist mir auch schon passiert. Zum Beispiel bei Michael, also der hier, euer Chef von letsplays.de, hat mich damals auch zum Interview eingeladen. Ich glaube, er selbst hat mich angeschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er selber war das. Mhm. Vielleicht war es auch jemand anders. Aber ich meine, er selbst hat mich angeschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da wurde ich auch mit den Worten angeschrieben, also auch ein richtig langer Text, bla bla, wegen Interview. Und habe ich nur geschrieben, wir sind voll. Das war diese kopierte Nachricht von Epic. Also ja, ich weiß zwar nicht, wie du für ein Interview voll sein kannst, aber okay. Und ich so, oh, scheiße. Aber mit der Antwort wiederum hat er mich dann wieder neugierig gemacht, weil er nur eine kurze Antwort geschrieben hat, wie kannst du für ein Interview voll sein, so nach dem Motto halt, ne? Weil das passt überhaupt nicht, die Antwort, die ich geschrieben habe, weil er mich zum Interview eingeladen hat. Und dann habe ich natürlich nur einfach, sorry, ich bekomme so viele Epic-Nachrichten, ich überfliege das nur noch. Und wenn da irgendwas so vorkommt mit Einladung, sonst was, sofort haue ich diese Standardnachricht raus, weil du liest es irgendwann nicht mehr. Und das war bei ihm genau der gleiche Fall, obwohl er mich für Let's Play Stay zum Interview eingeladen hat. Hätte er das nicht geschrieben oder gar nicht mehr darauf geantwortet, wäre ich nie hier gewesen. So. Und deswegen, das passiert. Dann musst du halt nochmal eine E-Mail senden, also. Jetzt ist wahrscheinlich die Aktion vorbei, aber. Richtig. Ne? Und. Das Video war wirklich als Eyecatcher drin. Also, wenn es jetzt nicht gelesen. Heute weiß ich, wie ich es richtig machen müsste. Also, eigentlich, wenn so ein Projekt ist, hätte ich theoretisch an sein Netzwerk gehen müssen, an die Pressestelle, dass die ihm das weiterleiten. Weil, wenn der Post von seinem Netzwerk kriegt, liest er die natürlich, weil die geben ihm ja auch Empfehlungen. Klar. Ja? Also, du kannst auch, denke ich mal, immer Richtung Playmassive, die haben ja auch teilweise Mitarbeiter da, die da aktiv sind, kannst du eigentlich immer fragen. Das ist. Selbst ich habe den damals mal schon vor Jahren mal eine Nachricht geschrieben, sogar auf der Playmassive YouTube-Seite und selbst da haben die mir geantwortet. Okay. Ich weiß auch, dass Saraza wohl teilweise auch noch auf YouTube-Pains antwortet, aber je nachdem, was eben drinsteht. Also ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat damals so Let's Player-Analysen gemacht und der hat Saraza auch angeschrieben, wie er denn zu seinem Namen gekommen ist und der hat ihm auch sofort geantwortet. Also das ist halt immer abhängig davon, ob die Nachricht kurz ist, möchte er sie lesen, möchte ich jetzt darauf antworten, habe ich jetzt die Zeit dafür und dann macht er das auch oder die Person. Das ist bei mir eigentlich aktuell nicht anders. Wenn ich mal viele Nachrichten kriege, dann überfliege ich vieles. Und wenn ich Bock habe zu antworten, antworte ich. Und wenn ich mir so denke, nee, da brauche ich jetzt irgendwie drauf antworten, antworte ich halt nicht. Und bei so Romanen ist das halt immer sehr schwer, weil aktuell bekomme ich halt sehr viele Serverromane, wo dann Leute schreiben, in einem ellenlangen Text, warum ihr Server doch nicht funktioniert und dass sie mich doch bitte darum bitten wollen, den Server von denen vorzustellen. Und diese Nachrichten lese ich schon gar nicht mehr. Sobald ich schon das Wort Servervorstellung in einem Text lese, schließe ich den sofort, weil es ist 90% der gleiche Grund. Wir wurden gehackt, ich funktioniere nicht mehr, kein User mehr, kannst du uns vorstellen. Wenn ich jeden Server, der mir da vorgeschlagen wird, vorstellen würde, hätte ich jetzt schon bestimmt 500 Server-Vorstellungen auf meinem Kanal. Okay. Und das ist einfach Wahnsinn. Und klar, wenn die Leute mich anschreiben würden, hey, wir haben einen coolen Server, der heißt so und so, guck einfach mal vorbei, schau einfach mal rein, ich bin sofort dabei. Aber das ist dann kurz, weißt du, dann habe ich nicht so einen ellenlangen Text, mit dem ich mich beschäftigen muss, wahrscheinlich noch 5 Milliarden Gründe drin eingebaut, das interessiert mich überhaupt nicht, warum der Server nicht läuft, das ist mir scheißegal. Wenn der Server geil ist und ich Bock auf den Server habe, dann spiele ich da auch mal drauf, gucke ihn mir auch mal an und lade dann vielleicht auch mal ein Video dazu hoch. Aber das funktioniert nicht, indem ich da 50 Milliarden Sätze schreibe, das reicht, wenn ich einen Satz schreibe und fertig ist. Deswegen sage ich das auch, Leute, schreibt lieber eine kurze Nachricht, die ist leichter zu lesen, viel einfacher. Und dann antworten die Leute euch auch. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn sie sinnvoll ist. Ja gut, wie gesagt, hätte ich damals das Wissen von heute, hätte ich es anders gemacht. Da ist viel Potenzial verschenkt worden. Ich denke, die hätten an der Aktion auch mitgemacht, weil das stellt natürlich auch ein YouTuber ein ganz anderes Bild da, wenn es plötzlich heißt, komm mal, guck mal, der engagiert sich auch aktiv gegen Kindesmissbrauch und so weiter und so fort.
Ja gut, man muss natürlich auch immer darüber nachdenken, wie hat das bei ihm vom Zeitplan gepasst? Vielleicht weißt du ja gar nicht, vielleicht hat er ja einfach in der Zeit, wo du ihm die E-Mail geschrieben hast, war gerade völlig landunter. Weil du kennst ja die auch, die nehmen ja viel im Voraus auf, die sind dann mal eine Woche unterwegs, nehmen dann mal wieder eine Woche auf. Das ist halt so. Und vielleicht kam das genau in einem Zeitraum, wo die eigentlich gerade überhaupt nicht irgendwie dafür noch Freiraum hatten. Vollen Terminkalender etc. kann ja alles sein. Gut, sie hätten vielleicht absagen können, aber ist halt so, ne? Das ist alles nicht so einfach. Richtig, das stimmt. Und ich stelle mir gut vor, dass die ordentlich Termine haben. Also ich weiß es noch, als ich die auf der Gamescom getroffen habe, das war, also die hatten solche Augenringe und hatten eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Das hat man die schon vom Gesicht her angesehen, aber die mussten noch zu 10 Terminen. Also, okay. Aber, ja, da weiß man schon, was die alles so machen. Und jetzt hast du nicht gerade wenig. Super, und jetzt hast du eine super Überleitung eigentlich schon zum nächsten Thema gefunden. Okay. Oder wolltest du noch irgendwas zu Hetty, Flamy und Rolli sagen? Ich glaube, ich habe jetzt schon so viel erzählt, die Leute können wahrscheinlich kaum noch folgen und haben schon so leichte Hirnaussätze. Kann ich dir sagen, ich habe von ganz vielen gehört, also ich mache doch sehr lange Podcasts, die weit über eine Stunde gehen, aber der Vorteil ist, in der Videobeschreibung sind die Themen einzeln verlinkt, sodass ich von einem zum anderen Thema springen kann. Das finde ich natürlich sehr geil. Genau. Und ich kann auch aufhören und irgendwann weitermachen. Ich habe schon von einem gehört, der hat irgendwie eine Woche gebraucht, den kompletten Podcast zu hören. Ist okay. Ja, das aber ist schon mal, also ist natürlich geil, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ne? Könnt ihr so ein Zeichen setzen, Hashtag Mentor in die Beschreibung schreiben, wenn ihr jetzt noch da seid. Dann wissen wir zumindest, wie viele Leute bis jetzt geschaut haben. Das ist immer sehr interessant. Also ich muss sagen, das ist eine sehr dankbare Zuhörerschaft, weil die hören, also ganz viele hören wirklich komplett. Wahnsinn. Wenn das es interessant ich echt ist. Echt cool. Ja, ist es auch. Ich hoffe, ich bin interessant. Also weiß ich jetzt nicht, aber. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich nicht eingeladen zum zweiten Mal. Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Du hast in deiner Zeit, in deiner Laufbahn sehr, sehr viele YouTuber kennengelernt. Große, kleine, dicke, dünne, schöne, nicht schöne. Keine Ahnung. Wie ist der Umgang mit den YouTubern untereinander? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Merkt man Großen, dass sie groß sind? Merkt man Kleinen, dass sie unbeholfen und klein sind? Was hast du erlebt? Einfach mal von YouTuber zu YouTuber. Also was ich sagen muss, innerhalb meines Netzwerks, also in dem Netzwerk, wo ich bin, das ist der Gaming Clerks, und da ist das wirklich mit allen Leuten eigentlich eine recht freundschaftliche Beziehung. Egal, welcher YouTuber es ist, ob es ein großer ist, ob es ein kleiner ist, wenn es Netzwerktreffen gibt etc., man versteht sich, man redet miteinander, es läuft. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt, muss man sagen. Das kann ich nur positiv wiedergeben. Was so YouTube jetzt betrifft, da ist man vielleicht nicht so intensiv in Kontakt. Also man nimmt jetzt nicht wirklich was miteinander auf, aber man versteht sich zumindest gut. Und man kann auch jederzeit sich mal anschreiben oder sonstiges. Das ist halt nicht das Problem. Wir haben auch unsere Konfi, da wird immer was geschrieben. Finde ich super auf jeden Fall. Da kann ich so nichts sagen. Was du jetzt wegen den großen YouTubern gesagt hast. Großen YouTubern, ob man den anmerkt, dass sie große YouTuber sind. Das ist immer so eine schwierige Geschichte. Also was ich dir ganz ehrlich sagen kann, was ich hier gerade auch schon erwähnt habe, große YouTuber machen sich immer sehr viele Gedanken. Wenn du mit einem kleinen YouTuber schreibst und du schreibst nur, komm, lass dieses Projekt machen, hast du Bock darauf, der antwortet sofort ja, stellt vielleicht höchstens eine Frage und dann wird das Projekt gemacht. Wenn du mit einem größeren YouTuber das Ganze vorhast, dann musst du dem, wenn du denen nicht ein völlig perfekt gestaltetes Google Docs Dokument schickst, über das gesamte Projekt, worum es da drin geht, inwieweit es da um Cross-Promotion geht, welche Sachen da geplant sind und welche Regeln man sich zu halten hat, reagieren die meistens eher mit Abneigung. Einfach aus dem Grund, weil die halt sehr viel auf Planung, auf gute Gestaltung setzen. Und das ist halt alles sehr professionell. Da muss man schon echt sehr viel machen. Also, wenn ich wahrscheinlich bei so einem kleinen YouTuber mit so einem Konzept ankommen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, hast du Langeweile? Bist du irgendwie völlig durchgeknallt? Aber die Großen brauchen das. Also, aus Erfahrung weiß ich das einfach. Ich habe bisher nur ein Projekt geplant. Da gebe ich auch zu, das habe ich selber auch nicht besonders gut geplant, weil es mein erstes Projekt war. Ich hatte aber ein Google Docs-Dokument. Es hat viel überzeugt. Viele größere YouTuber waren auch dabei. Nur ich habe halt dann im Laufe des Projektes ein paar Organisationsprobleme gehabt, wo ich auch selber schuld dran war. So, und dann gibt's natürlich dann die YouTuber, die dann schon größer sind, mehr Erfahrung mit sowas haben und natürlich perfekt organisierte Projekte erlebt haben und das dann eher als negativ empfinden. Und dann ist es halt schwierig, sich mit solchen Leuten zu einigen, weil die eben durch ihre Erfahrung und durch das, was sie eben schon erlebt haben und welche genialen Projekte sie schon dabei waren, ist es dann für die halt eher so ein Scheiße halt, ne? Dann kommt das nicht so positiv. Und dann musst du dich mit denen halt einigen und gucken, dass du da eine Lösung findest. Gut, ich habe damals sowieso auch ein paar Fehler gemacht, weil ich selber auch nicht auf Hilfe, also ich habe dann auch Hilfe anfordert, also dass Leute mir eben Hilfe angeboten haben, die habe ich dann nicht angenommen, weil ich dachte, okay, wenn du damit angefangen hast, bringst du es auch selber zu Ende. Das war mein eigener Fehler. Aber gut, ansonsten kann man sagen, größere YouTuber sind, wie gesagt, schwierig. Jetzt als YouTuber selbst, also wenn ich jetzt als YouTuber selbst mit denen versuche, Kontakt aufzunehmen, ist es halt schwierig, weil du musst halt schon irgendwas geplant haben, irgendwas auf dem Kasten haben, damit die dich auch, also damit du auch mit denen was machen kannst.
Rein freundschaftlich gesehen gibt es halt nur wenige Leute, die sich extrem wegen YouTube ändern. Also ich habe das bisher 2-3 Mal erlebt, dass Leute wirklich total plötzlich sich anders verhalten haben, weil sie meinten wahrscheinlich, dass sie irgendwie doch jetzt ein bisschen was Besonderes sind. Und das ist halt dann schon schade. Mir selber wird es halt auch vorgeworfen. Also ich habe auch Freunde gehabt, auch Leute gehabt, die haben mir selber auch vorgeworfen, ich hätte mich verändert, seitdem ich Erfolg habe auf YouTube. Und deswegen glaube ich auch, dass vieles von dieser ganzen Geschichte Vorurteile sind. Ich werde euch das mal an einem Beispiel erklären, was mich auch sehr beschäftigt hat, dieses Beispiel. Als kleiner YouTuber machst du dir ja noch nicht so große Gedanken, was du in deinen Videos so sagst, wie du dich verhältst. Wenn du mal zwischendurch ausrastest, da schreiben dann vielleicht 2-3 Leute mal so einen Kommentar, lachen dann vielleicht darüber und finden das dann ganz lustig, dass du in dem Video total ausgerastet bist, mal jemanden beleidigt hast. In einem Livestream hast du vielleicht 20 Zuschauer, da geht dann vielleicht mal einer, weil du mal irgendwie in einem Video, also weil du mal irgendwie in einem Livestream mal ein bisschen böse geworden bist. Jetzt wirst du aber plötzlich erfolgreich. Und das kommt sehr schnell. Also plötzlich hast du total viele Leute. Jetzt verhältst du dich an sich genauso wie sonst auch, bekommst mal einen Ausraster, hast mal eine Phase, wo du mal ein bisschen doof drauf bist. Jeder Mensch ist mal ein bisschen doof drauf. Jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine Macken, das ist völlig normal. Mit dem Unterschied, dass jetzt nicht 2-3 Leute dann diese Geschichte darüber lachen, sondern vielleicht 900 Zuschauer dann live dabei sind, die das dann weitererzählen, dann geht das plötzlich weiter an YouTuber, die dich kennen, die posten das dann wieder untereinander und dann so ganz stille postmäßig irgendwann dann beim 5. YouTuber kommt das dann an, oh, guck mal, wie arrogant Mentor geworden ist, der macht hier einen Typen zur Sau und schicken dann genau die Stelle, wo ich den Typen da so anmaule. Dass aber diese Szene, die in diesem Livestream passiert ist, direkt am gleichen Tag mit den Admins geklärt wurde, und ich mich super mit denen verstehe, das weiß natürlich niemand, der dieses Video sieht. Mhm. Und dann geht ganz schnell das Gerücht rum, Mentor ist arrogant geworden. Das hatte ich eine Zeit lang, was sehr extrem war, bei einigen YouTubern, die mir das dann auch geschrieben haben, von wegen ich sei abgehoben, bla. Was mir selber im Leben nicht eingefallen wäre, dass ich das bin. Weil, ganz ehrlich, ich habe so viel Kontakt auch zu kleinen YouTubern aufgenommen. Ich antworte jedem YouTuber, der mir schreibt auf Facebook, egal wie klein der ist, egal wie alt der ist, frage ich mich, wo das arrogant ist. Klar, ich meine, klar habe ich mich da ein bisschen scheiße verhalten in dem Video. Es kann vielleicht arrogant wirken, wenn man darüber nachdenkt, dass ich zu der Zeit schon ein bisschen größerer YouTuber war. Aber es war nicht arrogant von mir, weil es war einfach ein Streit, den ich hatte mit dem Typen. Fertig. Mhm. So. Und das sind solche Geschichten, weswegen ich auch glaube, dass viele YouTuber für einige arrogant rüberkommen, obwohl sie es gar nicht sind. Aber trotzdem habe ich trotzdem sowas auch schon erlebt. Also ich habe sowohl nette YouTuber erlebt, als auch YouTuber, die sich sehr merkwürdig gegenüber mir auch verhalten haben, wo ich mir so dachte, okay, ja, in Ordnung. Also als Beispiel, ich habe mal jemanden zu Epic eingeladen, habe dem eine nette Nachricht geschrieben und der hat mir dann als PN geantwortet, so nach dem Motto, er will aber nicht mitmachen, weil das Projekt würde ihm nichts bringen. Das heißt, der hat dann wirklich 99% nur ging es ihm da um Cross-Promotion und wie viele Abos bringt mir das Projekt? Ich glaube, er hat sogar mal wörtlich geschrieben, ich glaube, das Projekt bringt mir nicht genug Abos. Sorry. So, nach dem Motto. Und dann, weißt du, in dem Moment hast du einfach so eine Wut im Bauch, weil du dir so denkst, Alter, was ist das für ein Arschloch? Was denkt der sich denn? Hat der nur Bock, irgendwelche Projekte zu machen, wo die ihm Abos bringen oder will der gar keinen Spaß mit Leuten haben? So, das ist halt so eine Geschichte, die ich dann immer sehr, sehr, sehr schade finde. Aber ist mir jetzt auch nicht so oft passiert. Also, das ist das, was ich so zu den YouTubern sagen kann und auch zum Verhalten von YouTubern und wie sich das so schnell entwickeln kann. Ja, und die meisten vergessen ja gerade, wenn man so ein Spiel macht, ja, wir spielen ja alle gerne, sonst wären wir keine Let's Player. Jeder Let's Player ist irgendwo ein Entertainer, weil wenn du die Leute nicht unterhalten kannst, dann hast du auch keinen Erfolg. Das ist definitiv so. Und da spielen Emotionen mit. Und Emotionen können sich hochschaukeln, die können sich in die Richtung entwickeln, in die Richtung. Kennt man aus dem normalen Leben. Dann knallt es mal kurz und danach ist aber auch wieder gut. Nur das ist halt immer das, was die Leute draußen nicht verstehen, ja. Die kriegen A, die Vorgespräche nicht mit, B, die kriegen die Nachgespräche nicht mit, wenn es nicht gerade alles über den Kanal läuft oder und dass man dann nicht einfach sagt, wie du vorhin schon gesagt hast, der Let's Player dahinter ist auch ein Mensch und wenn der mal ausrastet, ja mein Gott, dann rastet der aus. Ja. Ja. Das ist halt das Problem, dass viele das nicht sehen, dass jemand, der da, also die Leute sehen nur, der Typ kommentiert ja gerade, aber dass da hinter dem PC ein Mensch sitzt, genauso wie du, der auch gerade zuschaut, das vergessen die Leute. Also, gut, gehen wir mal jetzt zur anderen Richtung. Wir haben jetzt gerade über Hater gesprochen und wir haben jetzt ja auch über die YouTuber gesprochen, wie diese sind. Genau. Ich weiß nicht, hast du auch als Thema hier vorgesehen, über Fans zu sprechen? Wir machen jedes Thema, was du willst, damit rein. Ich bin da völlig offen. Also ich bin da jetzt nicht, wir machen jetzt keine Agenda. Wenn wir schon mal alles durchgemacht haben, dann kann ich das auch noch mal kurz erwähnen, weil da gibt es auch noch ganz lustige Geschichten. Klar. Es gibt ja nicht nur die Leute, die dich haten oder die dich mal schlecht machen oder die YouTuber, die nett sind und die böse sind und
Klar, Mensch und so hatten wir ja gerade, steckt alles hinter diesen YouTubern. Es gibt aber auch diese Fans, ne, die halt teilweise extrem sind. Ich kann das verstehen, dass einige Zuschauer irgendwo in einem YouTuber was Besonderes sehen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, bis ich so erfolgreich war, wusste ich nicht, dass Leute so viel Wert auf ihre Let's Player legen. Das ist Wahnsinn gewesen, einfach, was ich erlebt habe. Wie wichtig oder wie sehr dir auch fremde Menschen vertrauen, nur weil sie deine Videos schauen. Ich habe ja eine Zeit lang, in der Zeit, wo ich dieses Thementag-Videos gemacht habe, habe ich ja mein Mobbing-Video hochgeladen. Du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, sowohl auf Facebook als auch in den Kommentaren. Du musst dir das mal angucken, wenn du auf das Mobbing-Video klickst und dann unten die Kommentare liest. Es ist so unfassbar, wie viele Menschen da ihre Geschichte erzählt haben, was sie alles erlebt haben und wie sie gemobbt wurden und Hammer. Also da habe ich Geschichten gehört, auch bei Facebook, die das jetzt nicht offiziell posten wollen, die das nur mir geschrieben haben. Ich hätte beinahe Rotz und Wasser geheult, als ich da vor dem Bildschirm gesessen habe. Ich hab mir gedacht, ich mache das Video, um Leuten zu helfen. Dann hätte man mir helfen müssen, was für Geschichten ich da gehört habe. Das ist einfach Wahnsinn, was Leuten da passiert ist und was denen widerfahren ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles stimmt, ja, aber einiges klang doch sehr glaubwürdig. Und da denkst du dir dann schon so, das ist eigentlich ein völlig fremder Mensch, der hat dir gerade sein halbes Leben anvertraut. Und dann bist du schon so, weiß ich nicht, das macht dich in gewisser Weise stolz, dass du so eine hohe Verantwortung trägst, dass Leute wirklich dir dann sowas erzählen oder dass die Leute so stark vertrauen, aber es macht dir auch irgendwie Angst, weil du denkst halt, manchmal ist das ganz komisch, weil die Leute kennen dich sehr gut, du kennst sie aber nicht sehr gut. Genau. Und das ist so ein Problem, was du hast, wenn du auch Fantreffen machst. Die Leute kommen auf dich zu, die reden mit dir und du selber, du kennst sie ja gar nicht. Und dann, was willst du dann mit denen großartig bereden? So, dann sind die total happy, dass sie dich treffen und bla und hier. Und dann wissen die teilweise mehr noch als ich von meinen Videos. Und oh, es ist so unglaublich, was du da teilweise erlebst. Und eine Geschichte, die ich gehabt habe, war, da ging es um jemanden, der gemobbt wurde, auch in der Schule und so. Und der hat mir das dann auf dem Teamspeak-Server erzählt. Und da war dann auch noch so eine Geschichte zu Hause. Ich werde nichts Genaues erzählen, einfach auch um den Jungen zu schützen jetzt, weil ich keine Ahnung, ob ich das erzählen darf. Ich glaube nicht, aber egal. Ich erkläre jetzt einfach nur ein Beispiel. Hat der harte Scheiße durchgemacht in seinem Leben. Der hat mir das auf dem TS erzählt, weil der hat, das ist kein Scheiß, auf dem Teamspeak-Server. Ich dachte erst, das wäre ein Fan oder so. Der kam nach einem Mobbing-Video und meinte so, ich muss mit dir reden und keine Ahnung. Und ich bin ja auch mal ganz nett und ziehe mal jemanden rein, der auf dem TS ist. Dann war das so ein 11-jähriger Junge oder so. Und der hat auf meinem Teamspeak-Server angefangen zu weinen. Oh je. Und wenn du dann sowas erlebst und dir so denkst, der erzählt mir gerade eine Geschichte, die erzählt er seinen Eltern nicht, die erzählt er seinem besten Freund nicht, den erzählt er seinen Großeltern nicht, das erzählt er seinen Geschwistern nicht, das erzählt er einfach niemandem, das erzählt er gerade dir und du kennst diese Person nicht mal. So. Und in dem Moment denkst du dir so, what the fuck? Und seitdem habe ich einen extremen Abstand auch bekommen zu meinen Zuschauern, außer dass ich ihnen nur noch auf Facebook dann schreibe eben oder antworte oder mal zwischendurch auch mal gerne mal mit jemandem auf Teamspeak eben reinziehe. Weil mir das zu privat geworden ist. Ich meine, ich kannte diese Person nicht und die erzählt mir Sachen und ich war dann da mittendrin in dieser Aktion, weil da musste ich reagieren. Das konnte ich nicht ignorieren. Ich musste dann dem Tipps geben und sagen, was er machen soll. Das ging dann wirklich bis zur Polizei etc. Also das war nicht harmlos, die Geschichte. Aber wenn du sowas erlebst, natürlich, du bist schon froh, weil du dir so denkst, wow, ich habe damit was erreicht, ich habe Leute erreicht und ich konnte einer Person helfen. Aber das ist ja nicht mein Ziel mit YouTube. Ich will ja hier nicht irgendwie ein keine Ahnung, Psychologenladen aufmacht oder was. Aber es ist echt teilweise so, dass Leute dir dann Sachen erzählen, die dich normalerweise gar nicht interessieren, aber die du trotzdem dann erfährst. Und das sind halt dann solche extremen Fans oder solche Leute, die so extremes Vertrauen in die legen. Diese Verantwortung, der musst du dir bewusst sein, wenn du Let's Player bist. Und leider gibt es viele Let's Player, die sich dieser Verantwortung nicht so ganz bewusst sind und dann artet das doch sehr gerne in eher negative Dinge aus und das finde ich halt auch sehr schade. Deswegen will ich immer Let's Player bleiben, der den Leuten versucht, was Sinnvolles zu vermitteln. Ich habe auch den Leuten erzählt, dass mein Onkel an Krebs gestorben ist, dass der elendig an Lungenkrebs verreckt ist und einen Hirntumor jetzt zum Schluss hatte und alle Funktionen nacheinander bei ihm ausgesetzt haben, sowohl das Sprechen als auch das ordentliche Denken, als auch das Hören, als auch Sonstiges. Das ging alles Schritt für Schritt zu Ende, bis er dann elendig verreckt ist zum Schluss. Und konnte doch wirklich, ich glaube, ich hatte damals 600 Zuschauer, irgendwie 10 oder 15 Leute davon überreden, dass sie aufhören zu rauchen. Ich habe danach auf Facebook Nachrichten bekommen, die haben aufgehört zu rauchen. Also die haben umgestellt, die haben weniger geraucht. Einige haben mir jetzt bis vor ein paar Wochen noch Nachrichten geschrieben, wo sie geschrieben haben, sie haben das Rauchen beendet.
Und in dem Moment, weil ich habe dann nur so versucht zu vermitteln, so von wegen, lass die Scheiße halt aufzurauchen und keine Ahnung. Und ich dachte mir so, dass das wirklich Erfolg hat, dass da wirklich 10 Leute sich darüber Gedanken machen und damit aufhören. Das war so der Erfolg einfach, keine Ahnung. Und deswegen denke ich mir so, man hat so eine Verantwortung, man kann damit auch so viel Gutes erreichen. Ja. Und ich finde schade, dass viele YouTuber das einfach nicht machen. Mein Ziel ist es auch jetzt bald, so eine Kampagne zu starten, jetzt Richtung Weihnachten vielleicht, dass ich wieder so Richtung Anti-Mobbing-Zeug gehe und dann auch mal Spenden sammle für so eine Organisation, die sich dafür einsetzt, die sich um Jugendliche kümmert, die eben schlimme Dinge erlebt haben, etc. Und solche Geschichten. Mir ist es wichtig, da auch was Gutes zu tun, einfach, weil, ja, man hat die Reichweite und ich vermittle den Leuten doch lieber was Gutes als Penis, und sowas alles, ne? Weiß ich schon. Richtig, genau. Ich hatte ja auch mal so die Idee gehabt, aber leider kann ich die wahrscheinlich nicht umsetzen. Ich hatte so diese, du kennst, ich weiß nicht, ob du Dislike kennst. Dislike? Ja, klar, ja. Dislike. Nein, nein, das ist eine, das ist eine, das also, ist eine YouTube-Seite, wo Stars, also so, es sind Z-Promis, Jürgen von der Lippe, Jennifer Rostock, Gregor Gysi und so weiter, die sich wirklich hinsetzen und den Leuten ihre schlechtesten und schlimmsten und grausamsten Facebook-Kommentare vorlesen oder Social-Media-Kommentare überhaupt. Und okay, da habe ich mir gedacht, das müsstest du als YouTuber, als Let's Player auch mal machen, die so am Ende des Jahres hinsetzen, ins Sessel, schön gemütlich, und die dann vorlesen. Wäre bei mir eine relativ kurze Sendung, weil Gott sei Dank, wo ist Holz? Dreimal klopfen. Ich habe nur einen einzigen bis jetzt, einen einzigen wirklichen Hate gehabt. Ansonsten waren es ja, also ich habe teilweise doch schon sehr lustige Kommentare bekommen, die dann auch kaum zu entziffern waren. Also ich habe damals mit anderen YouTubern mal so Abende gehabt, wo wir uns wirklich hingesetzt haben und ganze Nacht darüber gelacht haben, was wir für Kommentare und für Videos, Videoantworten und damals, wo YouTube noch ein bisschen anders gelaufen ist. Heute ist es ja immer ein bisschen schwieriger, Kontakt aufzunehmen, weil YouTube ja total, ja, hat sich ja sehr verändert. Ich weiß nicht, du, das alte YouTube kennst du ja wahrscheinlich auch noch mit diesen Kommentaren und Kanalkommentaren. Und da war es viel einfacher, auch andere YouTuber zu verlinken und die mit hochzuziehen und ein bisschen zu pushen. Heute ist das ja alles viel schwieriger. Und damals war das ja noch extrem auch mit diesen Videoantworten. Da gab es ja teilweise echt mega lustige Geschichten, die da gelaufen sind, was ja heute gar nicht mehr geht. Was mich auch sehr traurig gemacht hat, dass das abgeschafft wurde. Und ja, da gab es lustige Sachen. Also die Idee ist gar nicht so schlecht, vielleicht sollte man das echt mal machen. Vielleicht kram ich mal wieder alte Sachen raus. Das wäre bestimmt total lustig, sowas. Und, du musst das dann ja auch teilweise entziffern, wenn dann Leute schreiben, auch gerne, lassen dann auch gerne mal Buchstaben und Wörter weg. Genau. Dann hast du sowas wie, hallo Mentor, ich, Arma 3, du gerne haben sehen Minecraft oder so. Und dann denkst du so, was will der von mir, weißt du? So ganz merkwürdige Kommentare, die gar keinen Sinn ergeben vom Inhalt her. Auch total lustig. Und wenn du die dann siehst, dann denkst du dir, oh mein Gott, ey. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht selber ein Bein gestellt und krieg jetzt die restlichen Hater-Kommentare, die dann für Ende des Jahres in eine riesen Sendung reichen oder so. Also so war das jetzt nicht gemeint. Ja doch, Leute, nicht los, spenden zu. Ja, genau. Da freut er sich drüber. Hat er mir schon vor dem Interview gesagt, oder vor diesem Podcast, Jo Mentor, ich liebe Hate und komische Kommentare. Genau. Ich habe dir ja auch gesagt, dass ich ständig, jeden Tag habe ich dir geschrieben, wir wollen zusammen spielen, ich bin so ein guter YouTuber und nichts ist gekommen. Genau, richtig. Also der hat mich auch so oft zugespammt, auch jetzt wegen dem Podcast, dass ich irgendwann so Mitleid mit ihm hatte, dass ich gesagt habe, okay, komm, du hast mir 480 Nachrichten geschrieben, ich lass mich mal darauf ein. Genau. Und dann gibt er dir eine IP-Adresse, du gehst da auch nur, kein Schwein kennt den. Ja, das war sowieso das Geilste. Das, ja, müssen wir da kurz den Zuhörern erklären. Wir sind ein Clan. Kennen wir nicht den? Nein, den kennen wir nicht. Hä, aber der hat doch hier einen Raum. Nein, den Raum gibt es hier nicht. Oh, ich bin hier wegen dem Interview. Ja, wir können dich ja auch interviewen. Aber die waren ganz lustig drauf, das war ganz cool. Ja, ich finde auch, du bist wirklich wirklich sehr natürlich, nicht irgendwie, es gibt ja welche, die wollen ganz schnell in den Raum rein, du bist doch ganz locker, komm, weißt du, beim letzten Vorgespräch, komm, wir platzen den mal in die Aufnahme rein. Und einfach zu jedem Schabernack aufgelegt. Und was ich bei dir wirklich jetzt gut finde und was man jetzt so raushört, du versuchst auch so ein bisschen aus der Popularität, die du hast, einen Nutzen zu ziehen. Wenn du sagst, vielleicht ist das deine neue Berufung, Leute vom Rauchen abzuhalten, zu der kleine YouTube-Psychologe. Nee, ich glaube, darauf will ich gar nicht hinaus. Das war halt nur, weil ich mir gedacht habe, wenn ich hier schon was sage, dann sage ich wenigstens was Positives oder versuche den Leuten zumindest irgendwas zu vermitteln, was ihnen hilft, als irgendwas, womit sie, worüber sie vielleicht lachen, aber womit sie letztendlich nichts anfangen können. Klar, sowas musst du auch bringen, um die Leute zu unterhalten, aber so als Grundmessage sollte immer irgendwas dabei sein, ja, was die Leute auch irgendwie, ja, wo sie auch mal sich drüber Gedanken machen und so. Ich bin gerade ein bisschen müde, hat aber nichts mit dem Podcast zu tun. Ja, danke auf jeden Fall, dass du das so erkennst, aber es ist nicht mein Ziel, ein YouTube-Psychologe zu werden, nein. Obwohl ich sagen muss, dass ich vom Beruf her schon sowas machen wollte. Also ich wollte erst Lehrer werden und dann war ich so Richtung Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik.
und wollte dann vielleicht irgendwo in die Jugendhilfe gehen oder Lehrer werden, eins von beiden. Das war echt mein Ziel, also ich war kurz davor, das anzufangen. Habe es aber dadurch, dass ich jetzt YouTube auch so intensiv gemacht habe, konnte ich beides einfach nicht schaffen. Und ich schwanke gerade immer noch so zwischen, ich mache jetzt mit YouTube noch lange weiter oder ich mache jetzt endlich mal ein Studium oder guck mal, dass ich mein Leben irgendwie noch ein bisschen anders ordne. Aber ja. Ich habe aber auch sehr viel Erfahrung gehabt, weil ich habe in der Schule damals so eine Sportgruppe auch geleitet, wo auch sehr viel immer los war. Und da hat man auch viele Geschichten erlebt, auch mit den Kids und wie die Lehrer teilweise mit den Kindern umgehen. Und ach, ich meine, man muss sich auch in der heutigen Gesellschaft nicht wundern, dass viele Kinder so werden, wie sie sind und viele Jugendliche. Das liegt auch sehr daran, dass viele Lehrer einfach völlig unfähig sind, was das Lehramt betrifft. Also die gehören teilweise manchmal gar nicht dahin. Also das ist doch echt schockierend, was wir heute für Lehrer an Schulen haben. Da tun mir die Kinder wirklich leid. Also da werden die Kinder schon nicht mal als Individuum angesehen, sondern einfach nur noch als du bist Kind, du bist Schüler, ich bin Lehrer, ich weiß alles und ich bin cooler und ich bin besser. So wirkt das eigentlich fast nur noch in der Schule. Und deswegen ist es klar, dass die Schüler da auch irgendwann total keinen Bock drauf haben, nur noch laut sind, überhaupt nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Und ich meine, wie kriegen sie sonst noch Aufmerksamkeit, wenn der Lehrer überhaupt den Schüler vor sich nicht als Individuum sieht, sondern als einfach nur als Schüler, ich bin Lehrer, du hast das zu machen, was ich dir sage. Das ist... Ein Schüler versucht, dem Lehrer zu erklären, warum er irgendwas gemacht hat und wieso es da Streik gab. Und der sagt einfach, interessiert mich nicht, du machst das, was ich dir sage und du kommst jetzt zur Schulleitung. Weißt du, das ist, die Schüler werden heute gar nicht mehr akzeptiert. Da wird auch nicht mehr diskutiert. Da wird einfach gesagt, du machst das so, weil ich dir das sage. Ey, da denke ich mir manchmal so, meinst du, was ich da für Gespräche mit Lehrern geführt habe bei mir in der Schule? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, ich hab da gekämpft wirklich um meine Sportgruppe, die ich da hatte. Wobei man muss sagen, es ist von Schule das zu Schule natürlich wieder verschieden. Also, da gibt es wieder ganz andere Beispiele. Also, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Vielleicht habt ihr ja seit Zuhörer, habt Kinder oder so und erlebt das selber mit. Also, ich habe es auch schon gerade im Freundeskreis in der anderen Richtung erlebt, wo dann Lehrer, also wo du dann zu einem Gespräch mit dabei bist, wo die Eltern eingeladen waren mit dem Schüler. Und dann guckst du dir die Lehrer an und denkst du, haben die an einer Klatsche, die behandeln dich gerade selber wie ein Schüler, ja, die erzählen dir Sachen. Da kam zum Beispiel so aus, so Sätze wie, ja, aber so schlimm ist das nicht, dass der jetzt Ärger zu Hause bekommt, und wo du denkst, hallo, die reden mit dir wie ein Schüler, ja. Die sagen dir, ja, in Mathe steht er ja eigentlich auf 4, aber ist nicht so schlimm, kriegen wir ja schon alles irgendwie hin, bla, wo du denkst, geht's noch? Dass du so richtig dieses Gefühl hast, dass die Lehrer sagen, wir müssen dieses Gespräch oder wir müssen das jetzt so abschwächen, sonst gehen die raus und hauen den Jungen kaputt. Oder das Mädel, keine Ahnung. Ja, also. Ja, darum machen sich die Lehrer dann Gedanken, aber dass sie sich vielleicht mehr eher um den Jungen kümmern sollten, ist dann wahrscheinlich eher Nebensache. Nee, mir ist es einfach nur aufgefallen, deswegen ich diesen Beruf auch angestrebt habe. Mhm. Und man merkt das, also. Man merkt das einfach extrem, dass auch die Medien und alles, was so aktuell so rumkreucht und fleucht hier, auch auf YouTube teilweise, dass das eben die Jugend teilweise auch sehr negativ beeinflusst, muss man doch sagen. Und da tut sowas eigentlich schon mal ganz gut, wenn sie dann zumindest in der Schule noch irgendwie die Möglichkeit haben, mal was Sinnvolles mit auf den Weg gebracht zu bekommen. Und als Lehrer ist es ja nicht die Aufgabe, die Schüler stramm stehen zu lassen und denen zu vermitteln, ich bin Lehrer, ihr macht das, was ich sage, sondern ich finde, eine Schule sollte auch in gewisser Weise irgendwie eine Gemeinschaft sein und eine Schule sollte auch ein Ort sein, weil man verbringt nun mal einen großen Teil seines Lebens da, zumindest seines frühen Lebens, wo man sich mehr oder weniger wie ein zweites Zuhause fühlen kann. Und das war bei mir als Schüler nie der Fall und das ist auch bei den Schülern, die ich damals hatte, eigentlich auch nicht der Fall gewesen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist eine Geschichte, die fehlt einfach. Und deswegen habe ich auch jetzt wiederum überlegt, nicht Lehrer zu werden, weil ich glaube, das wäre für mich, ich würde daran verzweifeln, weil ich würde versuchen, Dinge umzusetzen, die ich nicht umsetzen darf und kann. Und das ist sehr schade. Deswegen ich das, glaube ich, nicht in Angriff nehmen würde. Würde ich wahrscheinlich untergehen. Weil ich meine Ziele nicht in Erfüllung bringen kann, die ich da mir vorgesetzt habe. Und das wäre, glaube ich, eher weniger gut. Naja, warum nicht? Dann mache ich halt YouTube und vermittle da irgendwelchen Leuten auch noch was Positives. Vielleicht schadet das ja auch nicht. Die erste YouTube-Schule. Kannst du ja machen. An sich ist die Idee gar nicht schlecht, aber dafür bräuchte man. Nee, das ist dann zu unpersönlich. Also es sollte schon noch alles auf dem Schulgelände stattfinden. Sonst sitzen die Kinder zu Hause nur noch vom PC. Das wäre ja ganz schlimm. Das stimmt auch wieder. Wobei die müssen, das ist ja auch das, was viele Eltern immer nicht verstehen, die dann immer sagen, ja, früher, wir haben ja schön mit unseren Legos gespielt und heute, die rennen mit dem Tablet darum. Ja, aber die beherrschen die Dinger auch, ja. Also das siehst du ja gerade beim E-Sports-Bereich, ja, wenn du da, glaube ich, 15, 16 bist du aus der Nummer raus. Mhm. Na, also das ist schon. Aber ich will dir das nächste Stichwort an den Kopf hauen und dir wird bestimmt wieder eine ganze Menge dazu einfallen. Ich nenne es mal.
Ja, du bist weiter. Absolut perfekt geeignet, Monologe zu führen. Ja, das tut mir leid. Nein, ist völlig in Ordnung. Ich will ja nicht den Podcast zuquatschen, nicht, dass die Leute in den Kommentaren schreiben, Alter, der redet ja wie so ein... Wenn sie sowieso, aber okay. Nein, ich denke, solange ich das interessant finde und nicht einhake, werden es auch die Leute da draußen interessant finden. Also ansonsten. Ich bin halt so, wie ich bin und ich stehe dazu. Und das ist gut, das hört sich, du redest halt sehr locker und du redest frei Schnauze und das macht dich sympathisch. Und genau so, wie du jetzt mit mir hier redest, redest du im Vorgespräch, genauso redest du, also agierst du teilweise auch in den Let's Plays und so weiter, dass man wirklich sieht, hey, der ist wirklich so, das ist nichts gespielt, nichts dargestellt. Viele versuchen ja, das finde ich total krass, wenn manche bei Let's Plays. Eine bestimmte Rolle den Leuten zu vermitteln, richtig. Die eigentlich gar nicht sind. Ja, das verstehe ich schon, klar. Die versuchen bei Let's Plays irgendwelche Schauspieler darzustellen, die sie nicht sind. Und das klingt manchmal so gestellt und so zu herzzerreißend dämlich. Ich gebe zu, das habe ich, weil ich einfach ehrlich bin, sage ich das. Hm? Das habe ich damals auch mal kurzzeitig gemacht, weil ich dachte, ich wirke dadurch besonderer. Es war aber nicht so, weil ich habe mir immer gedacht, jeder Mensch ist von sich aus was Besonderes und warum nicht diese Menschlichkeit, die bei mir das Besondere ist, den Leuten präsentieren? Warum sollte ich da irgendwas anderes simulieren? Das ist ja Quatsch. Weißt du, dann bin ich lieber so, wie ich bin und wenn Leute das gefällt, wie ich bin, dann finden sie es gut. So. Richtig. Okay, aber das merkst du auch, das merkst du auch in der DJ-Szene, wenn du da hast du so richtig mal manchmal, ich weiß nicht, wenn du gehst ja bestimmt auch hin und wieder mal weg, hin und wieder auch vielleicht mal in so Partybuden, wenn du da diese Kirmes-DJs hast, die da immer wirklich reden, wie auf der Kirmes so hier. Ja, die nächste Runde ist eine Runde rückwärts, wo sie dann sagen, ha, liebe Freunde, herzlich willkommen heute hier bei uns. Wo du denkst, boah, halt die Fresse und mach Musik. Ja, das stimmt. Ja, übrigens, wegen DJ-Zeug müssen wir gleich mal quatschen, weil ich habe dir da auch noch was zu erzählen, aber das machen wir dann nach dem Podcast. Können wir gerne machen, auf jeden Fall. Ja, du wirst erstaunt sein, aber okay. Okay, ich hau dir das nächste Stichwort in den Kopf und gerne. Das nennt sich Infestation. Oh, hast du das echt noch mit reingebracht? Interessant. Mhm. Hast du schon mal gehört? Ja, klar. Was fällt dir dazu ein? Ja, ich denke mal, du willst auf unser Projekt hinaus wahrscheinlich, ne? Richtig. Ich weiß ja nicht, wie weit du schon drüber reden willst, weil es ja noch alles... Will ich voll, weil ich denke mal, je mehr Leute ich neugierig mache, desto größer kann die Geschichte werden. Und das ist auch mein Ziel, weil ich finde, das ist eine ziemlich coole Geschichte. Falls du dich jetzt fragen, Infestation, sagt mir was, ist das nicht dieses komische Gammelspiel? Ihr habt recht, ja, es ist dieses komische Gammelspiel, was früher mal War Z hieß. Genau. Die ersten Kommentare, die ich bei meinem Video gesehen habe, als ich das hochgeladen habe, war... Mentor, du unterstützt so ein Spiel? Weil man muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel hat doch extreme Vorurteile. Also viele Leute haben sehr viele Vorurteile über dieses Spiel. Und die sind teilweise gerechtfertigt, teilweise nicht. Erstmal vorab, um es zu erklären, es ist ein Zombie-Spiel, Zombie-Überlebensspiel, also Survival-Spiel. Es ist ein Online-Spiel, man spielt halt im Multiplayer, ähnlich wie der Z vom Prinzip her, aber anders. Und bevor ihr jetzt denkt, oh Gott, so eine DayZ nachmache, hat an sich mit Nachmache nicht viel zu tun. Denn das Spiel gibt es eigentlich schon fast genauso lange wie DayZ. Klar, es kam zu einer Zeitraum, wo auch DayZ so einen Hype hatte. Aber ich betone das jetzt schon mal vorab, nicht, dass ihr da jetzt direkt schon jetzt damit abgeklärt seid und sagt, nö, sowas will ich mir nicht reinziehen. Ich meine, wenn ein Shooter jetzt irgendwie ein Spiel rausbringt und ein anderer Shooter macht auch einen Shooter, dann ist der Shooter, der nach dem Shooter kam ja auch keine Nachmache vom Shooter, sondern einfach ein Shooter. So, und so ist das auch bei diesem Spiel. Es ist keine Nachmache, sondern jemand hat einfach das gleiche Prinzip ähnlich übernommen und hat was Eigenes draus gemacht. Und das, finde ich, ist auch gerechtfertigt. Auch diese ganzen Geschichten von wegen Minecraft-Klon und Zeug alles ist auch Schwachsinn. Minecraft ist ein Sandbox-Game, wo du mit Baukästchen Sachen bauen kannst. Und wenn ein anderer das gleiche Spielprinzip übernimmt, warum sollte er das nicht dürfen, wenn er da was Eigenes draus macht? Mein Gott, dann ist es aber keine Nachmache, sondern es ist halt einfach was Eigenes mit der Idee, die diese Person halt auch hatte. Ganz einfach. Heute gibt's ja auch nicht nur ein Handy und alle anderen Handys, die rauskommen, Nachmacher. Gibt ja auch 10.000 verschiedene Handys. Und jeder hat sein eigenes Handy, was er gerne mag und was er gerne benutzt. Und so ist das halt auch bei den Spielen. Und ich finde halt, Infestation ist ein sehr gutes Spiel. Man kann daraus sehr viel machen. So, um das mal euch zu erklären. Infestation ist, wie gesagt, ein Survival-Game, wo natürlich auch Zombies sind, wo ihr in der Welt spawnt. Ihr müsst euch Sachen suchen, überleben, Zombies töten und natürlich auch Spieler töten, um sie dann vielleicht auch zu looten, was auch immer. Problem, was es aktuell gerade auch hier in Deutschland gibt, ist, dass sehr wenige deutsche Leute dieses Spiel nur noch spielen, weil es sehr viele Hacker gibt, weil die deutsche Community sowieso schon sehr geschrumpft ist und weil es eben fast nur noch darum geht, PvP zu machen. Und viele sind Fan davon, einfach die Atmosphäre des Spiels zu genießen und ja, diese Zombie-Apokalypse irgendwie zu erleben und dann zu gucken, wie schaffe ich es hier zu überleben. Mhm.
Ich meine, klar, PvP gehört vielleicht in gewisser Weise auch noch irgendwie dazu, man sollte es aber anders verpacken. Ich finde es sehr schade, dass in solchen Spielen PvP so verpackt ist, dass man einfach auf den Server geht, man geht aus der Safe Zone raus und wird instant erschossen. Also du findest endlich mal irgendeine Waffe und wirst einfach getötet. In-game gibt es sogar eine Funktion, dass du miteinander sprechen kannst. Diese Funktion wird eigentlich nicht genutzt, weil man sich sofort über den Haufen schießt. Ich habe mir jetzt überlegt, als Konzept ein Projekt zu machen, was jetzt auch bald hochgeladen wird auf meinem Kanal. Da dürfen auch gerne noch Leute sich bewerben und mitmachen, wenn sie das möchten. Müsst mich dann einfach nur anschreiben, auf Facebook oder auf YouTube, wo auch immer. Das Projekt sieht so aus, dass wir ein Infestation Roleplay Server machen, woraus auch ein Projekt gemacht wird, was eben auf YouTube hochgeladen wird. Das heißt, euch wird eine Story erzählt in dem Sinne, die ein bisschen ausgedacht ist, spontan ist, aber auch ein ganz kleines bisschen geskriptet. Und ich möchte, dass auf diesem Server Roleplay gemacht wird. Das heißt, wenn ihr euch begegnet auf dem Server, dann macht ihr das so wie in Altes Live. Ihr sprecht miteinander, ihr denkt euch irgendeine Story aus, was euch gerade passiert ist, wie ihr es geschafft habt zu überleben in der Zombie-Apokalypse und geht dann zusammen mit diesem Typen los, sammelt Zeug und macht einfach Roleplay und genießt die Atmosphäre des Spiels. Was später noch eingeführt werden soll, ist, dass wir 2-3 Städte oder Dörfer aussuchen, die dann eben zu Rebellen- oder Gangsterbereich werden. Ich weiß noch nicht, wie ich das nenne. Ich nenne es wahrscheinlich irgendwie Gangbereich oder so. Wo dann eben Gangs gegeneinander einfach kämpfen. Das heißt, in dem Bereich ist PvP erlaubt, auf der restlichen Map nicht. Wer sich nicht dran hält, wird vom Server gekickt. Und auf dem Server ist ein Passwort. Dieses Passwort würde sich dann ändern, wenn sich jemand mal nicht dran hält. Und dann bekommen nur die Leute das Passwort, die sich benommen haben. Und dann kann die Person nicht mehr auf den Server. Das funktioniert aktuell schon sehr gut. Wir haben schon eine Aufnahmesession gehabt. Ist super spaßig. Wir haben uns eine ganz lustige Story ausgedacht, wo auch spontan Sachen passiert sind, die so nicht geplant waren, was das Ganze umso lustiger macht. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist wieder so ein neues Konzept, was ich mir überlegt habe, wo ich so dachte, das gibt es so eigentlich in Deutschland noch nicht vom Prinzip her. Zumindest habe ich bisher auf YouTube noch nicht sowas gesehen. Ich habe nur mal gesehen, dass Leute so versucht haben, eine Story zu erzählen, aber so Roleplay-technisch mit anderen Leuten, so ein Server gibt es noch nicht. Sowohl in Infestation nicht, als auch, glaube ich, in DZ noch nicht. In DZ haben es, glaube ich, schon welche versucht. Es hat aber noch nicht so ganz funktioniert. Und als Projekt weiß ich nicht, ob sowas schon mal jemals hochgeladen wurde. Mhm. Ja, das war jetzt mal so das Konzept. Wie ist das? Wie ist das? Dürfen sich da auch YouTuber bewerben, sprich Leute, die aufnehmen wollen? Logisch. Dann wiederum gilt aber die Regel, dass ich da eben nur YouTuber nehmen werde, die auch schon super Konzept haben, Thumbnails benutzen, gute Videos machen, korrekt sind und dann kann man gerne darüber reden. Okay, gibt es da feste Aufnahmezeiten? Wie wann sind die Aufnahmezeiten, dass sich die Leute so ein bisschen... Aktuell gibt es keine festen Aufnahmezeiten. Die werdet ihr dann erfahren, wenn ihr euch beworben habt und mit dem Team dabei seid. Weil wir haben so eine Art Team, Leute, die eben das Passwort bekommen haben und das bekommen eben nur die Leute, die sich bewerben. Also jeder auch, der so aus Fanda spielt, muss sich bewerben. Nicht nur die Leute, die mit aufnehmen wollen. Okay, Freunde, das war's für den Podcast. Ich muss mir im Moment noch was bereden. Bis dann, ciao. Am Anfang dachte ich jetzt echt, du willst das jetzt plötzlich schnell beenden, weil irgendwas gerade bei dir passiert ist oder so. Nein. Alles gut. Ja. Nein. Gibt es da irgendwas zum Spiel, was man wissen muss? Ist es Third Person, ist es First Person? Du kannst aus beiden Sichten spielen, das ist dir frei überlassen. Okay. Und das soll auch ein längeres Projekt werden? Mittellanger. Also es soll nicht so lange werden. Also ich denke, wir werden das auf 10 Folgen oder so rauszögern können, dieses Projekt. Mehr nicht, weil es einfach so extrem arbeitslastig ist. Weil wenn du so eine Story dir überlegst, das muss ja irgendwie auch alles so ein bisschen wenigstens geskriptet sein, dass es auch vorwärts geht. Und das ist halt doch schon sehr mühsam, immer alle Leute zusammenzukratzen, die dann eine Rolle übernommen haben, um die dann auch auf dem Server dann zu haben und bla. Ist halt echt nicht so einfach. Und dementsprechend, glaube ich, werden wir das nicht. Hm. Ja. Du bist wirklich langsam müde. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil wir heute auf dem Weihnachtsmarkt waren und da rumgelaufen sind und keine Ahnung. Und dann habe ich mich beeilt, schnell nach Hause zu kommen und keine Ahnung, gestern Nacht auch nicht so gut geschlafen. Ja, sowas alles halt. Aber du hast dich an den Termin gehalten und du warst pünktlich da. Ja, Hust. Genau. Nee, wir haben gesagt, ich weiß die Uhrzeit nämlich gar nicht mehr. Wir haben gesagt zwischen 7 und 8. Ach, guck mal, da warst du ja sogar wirklich du hast dich sogar zwischendrin abgemeldet, fand ich sehr cool. Ja, klar, ich mache mir schon meine Gedanken, ich will dich ja nicht sitzen lassen, das wäre ja was, du. Ja, in diesem Sinne bist du jetzt schon zum zweiten Mal da gewesen, das freut mich sehr. Wir haben auch hier noch, guck mal, wir sind jetzt bei einer Stunde, ich sag mal, was ich glaube, um die 45 mit Intro und Outro und Vorspann eine und Stunde so weiter. Eine Stunde 45? Mhm. Eine Stunde 45, so lange? Mhm. Hallo? Du hast das Schlusswort noch gar nicht gebracht.
Ja, aber ich meine ja nur, ich finde das gerade so überraschend, dass das so lange war. Ja, also die meisten gehen so, also das ist immer das Lustige bei diesem Podcast. Man sagt immer, ich habe immer gesagt eine Stunde und dann wurden es meistens 2 Stunden. Wobei ich gesagt habe, solange die Themen für die Community interessant sind und die Community hat sich auch viel gewünscht. Wir hatten am Anfang ganz viele von letsplays.de, also so kleinere YouTuber miteinander. Dann hatten wir mal diese Konstellation kleiner YouTuber trifft großer YouTuber. Dann hatten wir einen ganz großen dabei und ist immer was Interessantes. Und du bist halt der Einzige, der schon zum zweiten Mal dabei ist bei letsplays.de. Das heißt, das also freut mich auf jeden Fall. Ja, das ist schon eine kleine Ära, wa? Das heißt, die Seite mag dich und ich bin sicher, wenn dein Projekt startet und du dich nochmal an den Micha wendest, wird der mit Sicherheit auch nochmal einen Artikel drüber bringen. Ja, gerne. Wenn er das machen möchte, kann ich mich da mit ihm gerne nochmal auseinandersetzen. Also ich denke mal, da kann man bestimmt was ganz Cooles draus machen. Genau. Und jetzt brauche ich noch so. Für euch Leute gilt das natürlich auch. Wenn ihr da auch mitgestalten möchtet, könnt ihr euch gerne bewerben. Und ich bin auch für jede Idee offen. Also ne, alles, was Infestation im Titel hat, wenn ich eine PN bekriege, das interessiert mich immer brennend. Genau. Und jetzt habe ich noch eine riesen Bitte an dich. Oh Gott, ich ziehe mich nicht aus. Bringt ja beim Zuhören auch nichts. Achso. Der Micha, was unser Chef ist, schafft es, jede mögliche Ausrede in seinem Leben zu nutzen, um nicht in diesen Podcast zu kriegen. Die Community will ihn im Podcast haben, ich will ihn im Podcast haben. Und wenn du jetzt eine persönliche Empfehlung gibst, dass der sich endlich mal seinen Arsch in den Podcast bewegen soll, weil viele Leute interessiert, dass wir hier, wer ist zu letsplays.de gekommen und. Und was für ein Kopf eigentlich hinter dieser verrückten Organisation steckt. Vielleicht ja, schaffst du es mit einer Message an ihn, dass er reinkommt. Ja, wenn nicht, dann mache ich ein dickes Video und dann sollen die seine Seite zu spammen. Da kann er sich dann überlegen, was er lieber hat. Okay. Wir sagen bis spätestens 31.12., ja, da gehen wir ihm so lange Frist. Genau, aller spätestens 31.12. Genau, ich werde dich darüber informieren, ob er es gemacht hat oder nicht. Ja, das kriegen wir hin, mit Sicherheit. In diesem Sinne, ich überlasse dir noch ein schönes Schlusswort, wenn du möchtest, noch irgendwas sagen willst, loswerden willst. Tja, Schlusswörter, das ist immer was für mich. Ich bin nicht so der Typ, der sich hier hinsetzt und jetzt irgendwie so einen total genialen Spruch raushaut, den ihr euch für euer Leben irgendwie an die Wand tafeln könnt. Ich kann immer nur sagen, genießt das, was auf YouTube abgeht. Schaut euch die Videos an. YouTube ist eine geile Sache, aber macht es nicht zu extrem. Und nicht nur das, wenn ihr selber YouTube versucht, habt Spaß an der Geschichte und nehmt es nicht von Anfang an so ernst, sondern macht es einfach, weil ihr Lust dazu habt und weil ihr Spaß dran habt. Und ganz wichtig, eine ganz andere Geschichte, genießt euer Leben, weil ihr habt es nicht, habt nicht so viel davon. Ihr müsst schon genug arbeiten, den ganzen Scheiß. Also genießt die kleinen Dinge und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Und hört auf mit Rauchen. Das kriege ich fast schon wie so ein Priester, wa? Ja, und da fehlt noch, hört auf mit Rauchen. Ach nee, Quatsch, das wollte ich jetzt hier nicht noch bringen. Das werde ich dann wieder in irgendwelchen Livestreams belabern, wenn dann wieder irgendwer von meinen Gästen sagt, ich muss irgendwie kurz eine rauchen. Dann wieder, oh. Genau. In diesem Sinne, dir danke ich fürs Kommen. Hat super viel Spaß gemacht. Es wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, gehe ich von aus. Ja, gerne. Wenn du mal wieder irgendein Thema hast oder so, vielleicht auch mal was ganz Lustiges oder so, dann bin ich auch gerne dabei. Alles klar. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Lasst euch gut gehen. Genau. Wir sehen uns dann am 10. Podcast. Das ist dann schon Jubiläum. Nächsten Sonntag, gleiche Stelle, gleiche Welle. In diesem Sinne, see you und bye. Tschüss.